gucken wir jetzt mal in das neue Jules-Video rein, das innerhalb von 2 Tagen 2,1 Millionen Aufrufe hatte und mir ungefähr 37 Trillionen Menschen geschrieben haben, dass ich in dem Video vorkomme von Jules. Ich habe mir das noch nicht angeguckt, das Video. Allerdings habe ich schon zu dem Timecode einmal geskippt, wo ich drin vorkomme. Und jetzt muss man dazu sagen, dieses Video ist 1,5 Stunden lang. Und ich komme, glaube ich, mit einem kurzen Clip aus älteren Rocket Beans, aus einer älteren Rocket Beans Folge für einen kleinen Gag in Minute eine Stunde, also irgendwie nach 1 Stunde und 30 Minuten. Also in das Video geht 1 Stunde 35 Minuten. Drin vor. Und ja, jetzt hier kommt die Frage, wer ist Jules? Wie soll man das erklären? Jules ist ein Content Creator, ein Dude, der Videos macht, meistens, ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll, ehrlich gesagt, der macht halt Videos über verschiedene Themen, sucht sich meistens ein Thema aus und dann sind die oft sehr aufwendig, wie ich finde, geschnitten mit sehr vielen, also sehr, auch sehr hektisch, ist auf jeden Fall eher was für eine jüngere Generation als für meine, glaube ich so. Ich finde das schon immer auch, also einerseits bewundernswert, wie viel Arbeit er da reinsteckt, das muss man ganz klar sagen. Es ist aber auch für mich zumindest in meinem Alter schon fast ein bisschen anstrengend. Was da alles an Gags, an Seitenhieben, an Easter Eggs, an Videoschnipseln und so weiter reingeballert wird. Aber es ist auch immer sehr unterhaltsam, meinungsstark, auch wenn man vielleicht nicht immer mit der Meinung zustimmt. Und ja, ich finde einfach generell erstmal kann man sich das gut angucken und es ist auch sehr beliebt. Also die ganzen, ich habe auch noch nicht alle Videos von ihm geguckt, aber so ein paar. Manchmal habe ich auch schon reacted zu dem ein oder anderen Video. Die sind einfach saukrass. Und einfach, ja, ich weiß gar nicht, wie der das macht, wie der diese Videos schneidet, weil ich habe ja früher bei GameOne.de auch die Videos geschnitten und das ist einfach so eine fucking Arbeit, die da drin steckt. Aber ja, beschäftigt sich halt auch immer so mit Internetthemen. Er hat 1500 Stunden in das Video gesteckt. Das ist krass. 1500. Ja, man sieht es aber auch hier, die Aufrufzahlen. Wahrscheinlich muss er nur einmal alle paar Monate was machen. Das sind natürlich Zahlen, da träume ich von. Aber ich stecke auch nicht so viel Aufwand in beide Videos. Fair enough, also. Ja, ihr seht's, also das, ich wüsste nicht, wie man das kategorisieren soll, diese Themen. Es ist eigentlich immer so, also es würde mich wundern, wenn auch irgendwann mal ein Video zu Puff Daddy erscheint oder so. Video-Essays, Kategorie Schwachsinn. Ja, wir schauen einfach mal rein, jetzt hier das neue Video. Nicht wundern, dass jetzt hier der rote Balken ist. Wie gesagt, ich habe hier ganz am Ende irgendwie geguckt, wo ich bin, deshalb, aber ich habe das Video selber wirklich noch nicht geguckt. Wir schauen uns das jetzt zumindest erstmal an. Da es sehr lange geht und ich ja auch immer wieder pausiere und so, kann es auch sein, dass ich da 2 Teile draus mache. Hier ist der Timecode, also wer nur mich sehen will, 1:30:44, also 1 Stunde 30, 44 Sekunden. Aber wir schauen jetzt mal ran mit dem Titel Ein Video über Deutschland. Okay. Let's go, Jules. Die Untertitel brauchen wir nicht. Sauerkraut, wear Lederhosen and love cars. Schaltet ab! Deutschland ist Ludwig van Beethoven. Ist zu leise? Okay. German Autobahn. Spekulation. Superstar der deutschen Geschichte. Captain Blaubeer. Stoßlüften. Querlüften. Das Land alter Burgen und Schlösser.
Was ist eigentlich deutsche Kultur? Nun sagen wir alles, was dieses Land seit Anbeginn der Zeit erlebt hat, mit welchen Herausforderungen es klarkommen muss. Ist das seine Stimme eigentlich? Und alle Charaktere, die eine prägende Rolle in der deutschen Geschichte gespielt haben, haben alle jeweils ein kleines Puzzleteil hinzugefügt. Ich hab's gesagt. Mist. Das über viele tausende Jahre immer und immer wiederholt und am Ende haben wir das, was wir heute Deutschland nennen. Ein riesiges Gemälde aus vielen Puzzleteilen, die deutsche Kultur. Okay. Die Dinger kenne ich noch. Die standen immer in jedem Kindergarten, gab es diese. Und dann, die sahen immer cool aus. Dann habe ich einmal draufgestellt, gemerkt, wenn ich das länger betreibe, sterbe ich. Also lasse ich stehen. Okay. Und wenn wir uns die Storyline unseres Landes anschauen, merken wir, dass wir von diesen Puzzleteilen ganz schön viele haben. Zu einem Zeitpunkt waren wir ein Verbund aus fleißigen Hinterwäldlern, damals noch Germanen genannt, und lebten in Hütten, die man heute für 2000 Euro Hinterwäldlern damals... War das Zuckerberg? Das ist Mark Zuckerberg, oder? ...noch Germanen genannt und lebten in Hütten, die man heute für 2000 Euro Kaltmiete in München verscherben könnte. Fragt niemals, was im Jahre 9 nach Christus im Teutoburger Wald passiert ist. Sie haben dort alle zusammen Tee getrunken. Es gab sehr viele Könige, die die unterschiedlichen Formen unseres Landes mal regiert haben. Und falls ihr jetzt denkt, das war... Alter. Das ist der Eldenthron. Irgendwelche coolen, adligen Herrscher, möchte ich euch einmal Albrecht II. Zeigen. Konrad IV. Hatte gar keinen Bock auf seinen Job. Karl der Dicke, den hat man so genannt, weil er einfach... Oder Ludwig IV., das Kind. Ey, wenn ihr eine andere Vorstellung von eurem König habt, dann kann man doch drüber reden. Zu einem Zeitpunkt hatte gefühlt jeder sein eigenes kleines deutsches Reich und spätestens wenn man die Grafschaft Katzenellbogen auf der Karte entdeckt, merkt man, dass den Leuten von damals wohl ziemlich schnell die Namen ausgingen. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, als bei einer Ratsversammlung im Jahre 1184 zahlreiche Adlige durch einen einbrechenden Boden 2 Stockwerke in eine Kotgrube fielen und 60 Menschen dabei umkamen, weil sie schmerzvoll in eine... Ist das der Dark Souls Friedhof? Das ist alles Dark Souls hier. Der Taurus-Dämon der Erste. Das ist der Friedhof, das ist der Dark Souls Friedhof, Leute. Ich erkenne noch mein Zuhause. Menschen dabei umkamen, weil sie schmerzvoll in dem Loch voller Kot und Scheiße ertranken. Ja, auch das ist Teil der deutschen Geschichte. Jedes Jahr sterben mehrere hunderttausend Menschen an Scheiße. Ich wünsche ihnen einen Spatenstich in die Fresse. Außerdem kolonialisieren, 500 Reichsgründungen kolonialisieren und immer so weiter. Wer würde gewinnen? Die komplette katholische Kirche oder ein Typ mit einem lustigen Hut, der irgendwelche Blätter an eine Kirchenwand hämmert? Eine Arme. Naja, ihr wisst schon. Zu kurz zum Nagel. Martin Luther hat das erste virale Meme erfunden. Oh mein Gott. 1923 war auf jeden Fall kein problematisches Jahr für Deutschland. Es ist zwar gerade nur billiger, Geldscheine als Tapetenwand zu nehmen, weil Tapete zu kaufen deutlich teurer wäre. Und wenn du ein Brot haben möchtest, gib mir einfach umgerechnet 4,6 Millionen Euro. Ja, Inflation ist eine sehr tolle Sache. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Eines Tages kam irgendein Österreicher und wollte in der Wiener Kunstschule studieren, wurde aber trotz seiner Gemälde 2-mal abgelehnt. Umpa, lumpa, dumpididu. Jetzt wird es tragisch, hören Sie. Dann ging er nach Deutschland, riss die Macht an sich, fing an Menschen zu töten und startete dann den größten und tödlichsten Weltkrieg, der jemals auf dieser Welt passiert ist. Yep, sehr dunkle Zeit in unserer Geschichte. Falls dich eine deutsche Firma fragt, warum du jahrelange Lücken im Lebenslauf hast, frag sie einfach, was sie zwischen 1933 und 1945 gemacht haben. Glaub mir, die lieben das. Ich finde hier nichts über die deutsche Geschichte zwischen 1939 und 1945. Das ist eine gewaltige Lücke. Da waren alle in Urlaub! Zu ihrer Linken sehen sie Münchens erstes Rathaus. Was haltet ihr eigentlich von meiner Idee, eine Mauer genau hier auf dieser Linie zu bauen, die das ganze Land in 2 Hälften spaltet? Ich habe auch schon mal passende Namen vorbereitet. Nein, das ganze Land in 2 Hälften spaltet. Mit Frankfurt? Ich hab auch schon ohne Frankfurt, mit Frankfurt? Mal passende Namen vorbereitet. Nein,
nicht gut? Der Kerl ist ja das Hinterletzte! Und heute sind wir bei E-Girls, viel zu teuren Markenklamotten und künstliche Intelligenz, die uns bald alle ersetzen wird. Juhu, bitte teleportiert mich jemand wieder zurück in den Teutoburger Wald. Und durch diese ganzen historischen Prägungen, die uns unsere Landesgeschichte verpasst hat, gibt es heute viele Wege, um Deutschland aufzuteilen. Welcome back to another Top 10. Today we're going to be talking about the Top 10 Anime Betrayals. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand. Einmal hätten wir die Leute, die zu diesem Gebäck Berliner sagen. Ich bin ein Berliner. Also in Frankfurt sagt man dazu Kreppel übrigens. Wenn ich mich mal bei dieser Diskussion kurz einmischen kann, das ist ein ganz klarer ein Kreppel. Die Leute, die das Pfannkuchen nennen, im Süden wird es Krapfen genannt, in Hessen Kreppel und die Bezeichnung Marmeladendöner hat man auch schon mal. Also Pfannkuchen, da weigere ich mich, wenn ich das mal kurz sagen darf. Krapfen genannt in Hessen. Wo heißt das denn Pfannkuchen? Und wie nennt man dann Pfannkuchen? Also, ich finde es okay, es mit dem irgendeinen Namen zu geben von mir aus, aber du kannst dem nicht einen Namen geben von was es halt schon gibt. Du kannst ihn ja nicht Döner nennen. Und dann muss ich der Döner einen neuen Namen suchen oder was? Das funktioniert so nicht. Ganz ehrlich. Pfannkuchen ist Pfannkuchen. Ein Kreppel und die Bezeichnung Marmeladendöner. Ein Kreppel wird ja auch nicht in der Pfanne gemacht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Deutschland, egal. So wie wir in Amerika. Dreimal Deutschland hört, keine Ahnung, wer euch noch die Bezeichnung Marmeladendöner hat man auch schon mal verteilt über Deutschland gehört, keine Ahnung, wer euch noch eure Meinung gefragt hat. Yeah! Dann gibt es noch einmal Deutschland und der Teil, der inoffiziell nicht zu Deutschland gehört. Deutschland, so wie wir in amerikanischen Filmen gezeigt werden. Next flag you are going to draw, Papa, is the flag of Germany. Nee. Der Teil von Deutschland, der existiert. Immer wieder das Gleiche in Bielefeld. Orte, an denen es schön ist in diesem Land. Orte, an denen man sicher ist in diesem Land. Orte, an denen nicht täglich irgendwelche Gebäude abgefackelt werden. S- und U-Bahnhof. Ist Jules Frankfurter? Wissen wir da was? Halt jetzt schon, ich komme da drauf, weil er ein paar Mal jetzt hier Frankfurt explizit erwähnt hat und auch den Kreppel richtig genannt hat. Keine Ahnung. Ich bin an einer ganz heißen... Nee, der ist YouTuber. Also okay, danke. Dann gibt es noch die historisch akkurate Aldi Nord und Aldi Süd Aufteilung, stehen seit 1961 und der Lieblingsort von jedem zweiten deutschen Urlauber. Mallorca. Und mit der Karte für die Bezeichnungen für das Endstück vom Brot möchte ich gar nicht erst anfangen. Ich nenne es Endstück vom Brot. Wenn der typisch deutsche Burger ein Videospielcharakter wäre, dann wäre er nicht nur in vielen Bereichen unverhältnismäßig gut geskillt und in manchen ein absoluter Vollnoob, sondern hätte er auch einen stark ausgeprägten Fertigkeitsbaum. Das achte Bier in unter 3 Minuten. Eine wahre Meisterleistung. Mindestens 90 Punkte auf Pünktlichkeit, denn wir Deutschen nehmen das mit den Terminen ziemlich ernst. 5 Minuten vor der Zeit ist des Deutschen Pünktlichkeit, nicht wahr, Deutsche Bahn? Bitte nur mal Entschuldigung, was soll das? Ich will meinen Zug bekommen, der kann doch hier mal durchfahren. Wir besitzen den Skill, uns über jeden und alles Mögliche zu beschweren. Echauffieren 100, sage ich nur. Wie zum Beispiel dieses gottverdammte Wetter, was gefühlt zu jeder Jahreszeit aus einer der 730 verschiedenen Grautöne oder dem Hexcode 3CA1E9 besteht, auch genannt blauer, langweiliger deutscher Himmel. You know what the national sport here in Germany is? It's complaining. Wir starren angeblich gerne Leute an, bis wir in ihre Seelen gucken können. Unsere direkte Art wird oft von außen als beleidigend und unfreundlich aufgenommen, denn anstatt, dass ein Deutscher auf dem Gehweg um dich herumläuft, wird er auf dich zugehen gehen und dir sagen, dass du im Weg stehst. Das liebevollste Kompliment, was wir vergeben können, ist für den anderen an der Kasse den Warentrenner hinzulegen und anstatt etwas liebevoll anzuerkennen, ist das größte Lob in Deutschland nicht schlecht. Oder man kann sich nicht beklagen. Das Leben ist kein Ponyhof. Sehr starke ausgeprägte Fähigkeiten bei allem, was mit Strukturen, Regeln und Ordnung zu tun hat. Natürlich haben wir da... Das ist sehr geil. Ja, aus Half-Life 2, dieser
Turm, das deutsche Amt. Es ist wirklich so. Auch ein ganzes Amt für. Und falls ihr jetzt denkt, die Leute vom Ordnungsamt wären das obercoolste überhaupt, slide ich einfach mal die mir am treffendste Repräsentation in den Bildschirm rein. Wir haben keine Angst vor dir. Wir gehen lieber doppelt und dreifach sicher bei allem, was wir tun. Die vertütete Tüte, die in der Tüte verpackt wird, Flugtickets werden zur Sicherheit 10-mal vorher ausgedruckt und lieber packe ich noch ein paar extra Unterhosen mehr in den Urlaub mit ein. Kann ja sein, dass ich mich das erste Mal seit 24 Jahren grundlos einscheiße. Die Deutschen. Es ist halt wirklich so. Ich packe immer zu viel ein im Urlaub, weil ich mir immer denke, aber was ist, wenn ich mir die Hose einsaue? Dann brauche ich ja noch eine Ersatzhose. Ich habe noch nie eine Ersatzhose gebraucht. Nebenregen. Beispiel bei der Ampel. Es ist kein Mensch auf der Straße. Es ist kalt, es regnet. Und die Deutschen warten geduldig an der Ampel, bis es grün wird. Das triggert mich auch, aber als Frankfurter mache ich das nicht. Das habe ich besser gemacht. Ja, ein Deutscher 1,60 Euro leiht, sei dir sicher, er wird dich am nächsten Tag fragen, ob er sie wiederbekommt. Das ist nicht geizig oder verklemmt, sondern möchte er dir auf seine liebevolle Art zeigen, dass er an dich gedacht hat. Außerdem haben sie die Fertigkeit, Bierflaschen mit allen möglichen Sachen, die nicht ein Flaschenöffner sind, aufzumachen. Das wäre mir schon bereits im Kindergarten. Sorry. Und Mythen besagen, das so dass man ab 1000 erfolgreich geöffneten Bierflaschen die Fertigkeit Bier einfach nur anstarren und es öffnet sich vor Angst von alleine erlernt. Wir haben anscheinend viele Fertigkeitspunkte auf Resistenz in uns, denn wir nehmen alles irgendwie hin, ganz nach dem Motto, was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Ich werde mich einfach taktisch abholen. Dein Arm wurde abgehackt, deine Mutter ist gestorben, Deutschland wird von Aliens heimgesucht und die uns alle zerstörende Apokalypse hat gestartet. Das Wort Tja wird die Reaktion der meisten Deutschen sein und dann gehen sie wieder ihrer gewohnten Arbeit nach. Deutsche sind sehr gut darin, sich totzuarbeiten, denn die eigenen Bedürfnisse stehen hinter die des einen ausbeutenden Chefes. Dementsprechend geht man trotzdem zur Arbeit, obgleich Atombomben über Deutschland abgeworfen werden oder ähnliches passiert. Hauptsache, man lässt sich nicht krankschreiben, denn das ist alles, was zählt in dieser leistungsorientierten Gesellschaft. Ich kann nicht den Blubber kriegen, schließlich muss ich doch zur Arbeit. Wie seht ihr das, Leute? Ist so, ne? Ich habe immer, also 100%, das mit der Pünktlichkeit sowieso, aber ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich krank melde. Hör, du bist doch ständig krank. Nein, bin ich nicht. Hört auf mit dem Klischee. Aber ist das nicht auch irgendwie, ist eigentlich eine positive Eigenschaft, zu sagen, okay, man will halt nicht irgendwie, dass andere mehr arbeiten müssen für einen oder so. Aber irgendwie, ich weiß nicht, bei mir schwingt immer so mit, wenn ich krank bin und wenn man dann sagt, man ist krank, dass man immer denkt, oder man denkt, die anderen denken, dass ich nicht wirklich krank bin, sondern nur keinen Bock habe. Also, obwohl es gar nicht stimmt, weil ich habe das auch, wenn einer sagt, er ist krank, dann glaube ich der Person es eigentlich. Ich habe noch nie dieses Misstrauen, ist der wirklich krank? Aber selber, wenn ich sage, ich bin krank, dann ich will nicht, dass man mir unterstellt, dass ich keinen Bock habe oder sowas. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber irgendwie ist das ist auf jeden Fall schon, das ist schon echt komisch so. Und das, obwohl es meine eigene Firma ist. Verabschiedet wird sich nicht mit, hey, ich gehe jetzt, auf Wiedersehen, sondern mit Genervten auf die Schenkel klopfen und dabei so sagen, um danach aufzustehen und noch weitere 30 Minuten im Türrahmen zu verbringen. Around midday, 59% of Germans like to greet each other by saying Mahlzeit. Mahlzeit. Alternativ könnt ihr auch. Okay, Chat. Schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr auch Mahlzeit benutzt als Begrüßung. Traut euch. Oder 2, wenn ihr das nicht benutzt. Ich benutze zum Beispiel Mahlzeit sehr selten. Ah, es sind schon einige Einsen hier. Das ist schon ein paar, das ist schon einige Mahlzeit-Leute hier im Chat auf jeden Fall.
Also ich überlege gerade, Mahlzeit, das sage ich eigentlich, das sage ich noch nicht mal, glaube ich, wenn ich jemanden essen sehe. Ist nicht so in meinem, ist nicht so bei mir drinne, muss ich ganz ehrlich sagen, Mahlzeit. Ich sag Moin, Gude, Tag, weiß ich nicht, alles Mögliche. Aber Mahlzeit ist, hat sich bei mir nicht im Wortschatz etabliert tatsächlich. Muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass so viele von euch Mahlzeit haben. Die Arbeit ruft, sagen oder anfangen, eine Orange zu schälen, nur um dann zu fragen, esst ihr auch gerne eine Orange vor dem Schlafengehen? Glaub mir, das klappt jedes Mal. Name a yellow fruit. Orange. Keiner in diesem Land hat eine Deutschlandflagge irgendwo hängen, denn wir schämen uns für unser Land und vor dem, was vor vielen Jahren mal passiert ist. Außerdem möchte keiner als Nazi oder als problematisch abgestempelt werden. Und falls du einen typischen Deutschen fragst, ob er seine Kultur auslebt, wird er dich fragen, ob es zählt, jeden Donnerstag mal einen Döner zu essen. Ich kann einfach nicht mehr. Ja? Ich fange an zu weinen, wenn ich das sehe. Was? Diese übermalten Preisschilder da, weil der Döner immer teurer wird. Hier diesen Land los ist. Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, was absolut nichts davon hält, das eigene Land zu lieben. Es sei denn, die Fußball-WM findet statt. Oder du besitzt einen vollgewucherten Kleingarten, dann wird auch mal die Flagge gehisst. Denn wir zeigen unseren Patriotismus nicht primitiv mit Flaggen, wie es die Amerikaner tun. Sondern, wenn überhaupt, flüstern, verpackt als Heimatliebe, stillschweigend und im kleinen Kreis. Wenn jemand behauptet, Deutschland hätte nicht das beste Brot, oder wenn es bei einem nischigen Reddit-Internet-Event darum geht, als Kollektiv möglichst viele Pixel zu setzen, um eine patriotische Flagge zu zeichnen. Germany is fucking going all the way. Holy fuck. Germany goes to Deutsche, wenn A-Place. The whole canvas. Oh my fucking god! Um darzustellen, welche Dinge als problematisch einzuordnen sind, habe ich ein Diagramm erstellt. Ganz rechts befindet sich Adolf Hitler, Armbinden und Hakenkreuze, und ganz links sind Veganer, Fahrradfahren und Sticker auf sein Laptop kleben. Alle anderen Sachen wie sein Auto tunen, Daunenjacken tragen. Ich hab mich dick angezogen, so dass Messer oder Kugel nicht durchkommen. Und ein Bild, auf dem man einen toten Fisch in der Hand hält, hochladen, finden irgendwo dazwischen ihren Platz. Und ich denke, damit ist das Thema geklärt. Dann gibt es noch die Art von Deutschen, die das Deutschsein ein wenig zu ernst nehmen. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Frontalaufnahme. Ich weiß. Frontalaufnahme. Noch als wäre es gestern gewesen. Die Schlacht um die erste Reihe der Poolligen auf Mallorca. Die Briten waren mächtig. So rasant wie noch niemals zuvor rasten sie zu den Poolligen und mussten feststellen, dass die Deutschen das Schlimmste getan hatten, was sie sich ausmalen hätten können. Sie haben sich organisiert. Das Letzte, was ich an diesem kalten Nachmittag hörte, war: Lauf, Brigitte! Die Auswahl der Ligen ist nicht sehr groß. First day of holidays in Spain, and I woke up to this at 7 a.m. Naja, jedenfalls, deutsche Rentner reservieren gerne übervorsorglich ihre Ligen und haben einen schrecklichen Ruf als Urlauber im Ausland. Im ersten Hotel hadert ein Paar mit dem Bad. Ja, okay. Es hakt, du dummes Arschloch, ey, halt die Fresse, es hakt. Oh mein Gott, oh, was für Menschen es gibt. Der Wasserhahn hakt. In Deutschland gibt es auch kaum Überwachungskameras, weil wir alte Menschen haben, die genervt an Fenstern stehen und mit starrem Blick die Nachbarschaft beobachten. Falls deinen Nachbarn etwas nicht passt, mach dich darauf gefasst, dass du innerhalb der nächsten 3 Wochentage einen detailliert beschrifteten und im Optimalfall laminierten Hinweiszettel Natürlich. Vor deiner Haustür findest, auf dem du auf deine Schandtaten hingewiesen wirst. Warum wirfst du regelmäßig dein leckeres Pausenbrot über den Zaun? Schäm dich. Diese künstlerischen Meisterwerke sieht man wirklich überall in Deutschland. Es ist ein öffentliches Warnzeichen für jeden, der sich nicht an die eisernen Regeln der Nachbarschaft hält. Die gelbe Tonne kommt am Mittwoch.
An diese Zettel können alle möglichen Charakteristiken aufweisen und immer wenn du denkst, ein formulierter Text könnte nicht noch absurder werden, wirst du immer wieder vom Gegenteil überzeugt. Bitte keine Geschlechtsteile in den Schokobrunnen halten. Wie, keine Geschlechtsteile in den Schokobrunnen halten? Das ist jetzt aber, das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Sollten diese Zettel auch nicht reichen, wird natürlich nicht einfach mal beim Nachbarn geklingelt, um das Problem aus der Welt zu schaffen, sondern wird das Ordnungsamt gerufen oder du findest innerhalb der nächsten Wochen eine Anzeige in deinem Briefkasten. Mein Warmwasserboiler weg, meine Tapete weg, meine Lampen weg, das gibt eine Anzeige. Ab 22 Uhr gilt in jedem deutschen Haushalt die Nachtruhe und manche Menschen zögern nicht lange damit, die Polizei zu rufen, falls es doch mal ein wenig lauter werden sollte. Denn jedes kleine Geräusch gilt schon als eine Lärmbelästigung oder Ruhestörung. Das ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie das, ob das jetzt speziell auf Deutschland gemünzt ist, aber eine der nervigsten Sachen, die ich so kenne, ist, wenn du nervige Nachbarn hast. Also sowohl, wenn die Nachbarn das dumme ist, sowohl wenn sie zu laut sind, als auch wenn sie sich zu leicht über Lautstärke aufregen. Also eigentlich ist das Problem generell Menschen in der Nähe, um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber ich erinnere mich, als Simon noch in Hamburg gewohnt hat, seine letzte Wohnung hier in Hamburg, da war ich mal zu Besuch und da ist die Fernbedienung runtergefallen. Vom Tisch irgendwie oder was weiß ich, einfach auf den Boden gefallen. Und keine 3 Minuten später stand der Nachbar an der Tür und hat geklingelt, was wir für einen Radau machen würden. Also das ist schon auch eine gewisse Art von, weiß ich nicht, Mobbing. Das Schlimme ist, sowas weiß man meistens nicht, wenn man irgendwo neu einzieht. Du musst eigentlich immer, wenn du irgendwo, Tipp für alle, die das noch vor sich haben, wenn ihr irgendwann mal in eure eigene Bude zieht oder umzieht oder so, am besten immer auch mal die Nachbarn fragen, beziehungsweise die, von denen ihr die Wohnung nehmt, wobei da kriegt man oft halt nicht die ehrliche Antwort, weil die natürlich die Wohnung loswerden wollen. Aber wenn es die Möglichkeit gibt zu recherchieren, wie ist die Nachbarschaft, weil das kann einem so den Wohnkomfort und einfach alles versauen, wenn du einen beschissenen Nachbar über oder unter dir oder neben dir hast. Genauso wie es cool sein kann, wenn du einen coolen Nachbar hast, kann das wirklich, du kannst die geilste Wohnung haben, kannst die absolute Traumwohnung haben, aber du kannst einen Nachbar haben, der die das Leben zur Hölle macht und du eigentlich nur noch weg willst. Es ist leider so. Muss man leider sagen. Ja, ihr lacht, aber ich habe hier so viele White Parties gehabt und die Leute haben sich beschwert, weil die ganzen elektrischen Dildos auf dem Boden, wenn die nicht ausgemacht werden, dann rotieren die ja so auf dem Boden. Und wenn ich dann da 30, 40 Dildos auf dem Boden hatte, hat quasi die ganze Decke gewackelt und dann kam immer der Nachbar und das waren super unangenehme Situationen. Ja? Also das muss man einfach im Vorfeld versuchen irgendwie, aber ja, ihr wisst, wovon ich rede. Das ist ja klar. Und diese Sorte der Deutschen kann man eigentlich nur glücklich machen, indem man die von ihnen verliehene Tupperdose gewaschen wieder zurückbringt und sie danach einfach in Ruhe lässt. Scheiße, schon wieder dieser verrückte Vogel. Hey, du verrückter Vogel, was willst du hier? Gehst du weg, ich mach dich Curry. Den Deutschen wird außerdem nachgesagt, keinen Humor zu haben. A cliche, which is they have no sense of humor. That's not a cliche. Und hier möchte ich einen berühmten Satz zitieren. Wie viele Deutsche braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Einen, denn Deutsche sind sehr effizient und haben keinen Humor. We have Robert Lewandowski. You know, Robert Lewandowski. Ja,
Solltest du im Internet nach lustigen deutschen Witzen suchen und bist auf steinzeitalte Comics gestoßen, hast du schon mal den ersten Fehler begangen. Wir Deutschen nehmen unseren erstklassigen Humor nämlich sehr ernst. Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Ich hab doch nicht gesagt Baguetteböden! Ich hab gesagt Baguetteböden! Im deutschen Subreddit r/German. Zugegeben, finde ich lustig. Aber was es halt wirklich lustig macht, ist, dass sie einen Boden aus Baguettes gebaut haben. Das macht's lustig. Das Wortspiel alleine natürlich ist okay, aber was es zu einem guten Gag macht, ist, dass sie den Boden mit Baguettes wirklich gebaut haben. Das macht's zu einem guten Gag. Baguetteböden! Ich hab gesagt Baguetteböden! Im deutschen Subreddit r/GermanHumor gibt es bis heute keinen einzigen Beitrag, was alle ziemlich lustig finden. Hallo. Hallo. Das können Sie Englisch? Yes. Stabil. Ich bekomme bitte einmal ein Doppelpack-Menü. Das ist so scheiße. Come on, das ist schon auch lustig. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich das lustig finde. I don't understand German. Falls du als Deutscher aufgefordert wirst, einen Witz zu erzählen, sag einfach, kann ein Känguru höher springen als ein Haus? Nein, denn Häuser können nicht springen. Und verlass daraufhin stillschweigend den Raum. Was sind Schweden und Norweger? Druck. Druckdienen. Druckdiener 1. Copy DIN A2. Fax DIN A3. Und? Die Lieblingskleidung von Deutschen ist Jack Wolfskin, welche sie für ihre ewig langen Wanderungen anziehen. 70% aller Deutschen tragen zu Hause Hausschuhe, denn zu Hause barfuß rumzulaufen gleicht wie auf Lava zu treten. Hey, aber ganz ehrlich, da kann man jetzt auch nichts sagen. Gegen ein paar gute Pantoffeln, da bin ich mir auch nicht zu cool. Aber gutes Paar Hausschuhe ist schon... Das ist schon ein Gamechanger, muss man einfach sagen so. Das lassen wir uns auch nicht nehmen, Leute. Ich habe, glaube ich, drei verschiedene... Ich habe jetzt hier unten leider keine. Ich habe für verschiedene Temperaturen und Bodenunterflächen und so habe ich verschiedene Hausschuhe so. Das ist einfach... Im deutschen Inventar befindet sich außerdem noch die Übergangsjacke, die immer in den gefühlt fünf gleichen Variationen kommt. Everyone's got their Übergangsjacke. Die hochgezogene Socken- und Birkenstock-Sandalen-Kombi ist der deutsche zeitlose Modetrend. Okay, aber das ist ja schon wieder cool mittlerweile. Und wenn man noch einen drauflegen will, zieht man eine von diesen karierten Hosen an, die allen Leuten symbolisieren, dass sie besser Abstand von dir halten sollten. Wenn du beim Spaziergang durch die Stadt denkst, ein deutsches Outfit könnte nicht noch schlimmer werden, denk einfach daran, dass wir Deutschen im 16. Jahrhundert so rumliefen. Was zum Teufel? Ist das? Dann gibt es noch bundesländerspezifische Kleidung, von der die ganze Welt denkt, dass wir den ganzen Tag genau so rumlaufen, haben aber eher mit den alten Traditionen zu tun. Wir nehmen diese Schande mit ins Grab. Abgemacht. Hey Leute, Karohose ist schon hart uncool. Wirklich, also das können wir nicht verteidigen an der Stelle. Karohosen und diese Cabrios, diese Zweidrittelhosen auch und geht nicht, Leute. Wirklich. So, ich finde auch mittlerweile, weißt du, da muss ich auch mal sagen, so, man muss jetzt hier nicht der Mega-Styler sein, aber heutzutage kann man echt im Internet gut shoppen. Früher musste man noch in die Stadt gehen, da musste man sich noch irgendwie in den Laden begeben. Das verstehe ich, dass Leute da keinen Bock drauf haben. Dann musste man sich vielleicht anstellen, dann Sachen anprobieren in so einer Umkleidekabine. Kann ich verstehen, macht keinen Bock, ist nervig, ist stressig, irgendwie auch unangenehm. Aber heutzutage kannst du dir einfach ein paar Schuhe und eine Hose und so weiter, das kannst du alles im Internet bestellen. Das wird dir an die verdammte Haustür geliefert, es kostet auch nicht viel. Du musst nicht teure Klamotten kaufen, aber es gibt für manche Klamotten gibt es einfach wirklich keine Ausrede mehr, meiner Meinung nach. Da gibt es wirklich einfach keine Ausreden.
Deutschland liegt, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, im Herzen Europas. Wir haben außerdem zwei riesige Strände im Norden. Und wenn ihr jetzt an einen heißen Sommerurlaub und an cooles Wellensurfen denkt, wünsche ich euch viel Spaß am nordfriesischen Wattenmeer. In Germany, wie see, leichte Brise. Entweder lebst du in Deutschland in so einem Gebäude oder in so einem, dazwischen gibt es nichts. In deutschen Reiseführern wird oft ausschließlich diese Brücke und diese Burg gezeigt, doch dabei hat Deutschland viel mehr zu bieten. Zum Beispiel diese anderen ganzen Brücken und diese anderen ganzen Burgen. Was gibt's Besonderes hier zu entdecken? Kann ich Ihnen leider nicht sagen, wir sind zugezogen. Ich kann da natürlich... Wie lange leben Sie schon hier? 30 Jahre. In gefühlt jedem zweiten Dorf steht irgendein Schloss oder irgendetwas, was so aussieht, als würde jemand dort mit einem Quest auf dich warten, den du in der Großstadt erledigen musst, um als Belohnung einen Gutschein für eine kalte Bockwurst von Globus zu bekommen. Fühlt sich so ein bisschen an wie Silikon. Vielleicht sollte man damit Fenster zukleben. Wir haben mit ca. 25.000 mehr Burgen und Schlösser als Armee. Stimmt das? Stimmt die Zahl? Wir haben 25.000 Burgen? Ich kenne zwei. Amerika McDonald's-Läden hat und glaubt mir, Amerikaner lieben McDonald's. Was haben wir Deutsche verbrochen, dass wir so etwas verdient haben? Oh, verstehe. Muss noch mehr fette Menschen essen. Zum Glück bin ich in Amerika. Einmal angekommen, ist es Zeit, das Ganze aus der Nähe zu betrachten. Und zwar nicht, um die wunderbare Architektur zu loben, sondern um zu sagen, puh, da möchte ich aber nicht die Fenster putzen. Boah, die Stromrechnung möchte ich nicht zahlen, ne? Neben den ganzen historischen Bauwerken gibt es auch Gebäude, die schon seit ca. 2000 Jahren gebaut werden und immer noch nicht fertig sind. Und natürlich unsere deutschen Baustellen, die schon so lange am gleichen Ort stehen, dass man ohne sie gar nicht mehr wüsste, wo man sich befindet. Das finde ich ist übrigens ein Skandal. Da würde ich gerne mal eine investigative, so eine Steuerung F-Reportage oder sowas haben. Mal diesen ganzen Baustellenmythos angehen. Diese Baustellenmafia. Das würde ich mir wirklich mal wünschen. Da mal, oder so ein ZDF-Magazin-Royal-Beitrag über diese Baustellen, da mal einen einschleusen, da mal in die Lobby rein. Sag ich euch mal. Leute, wenn ich morgen sterbe, dann wisst ihr, dass ich in einer heißen Sache auf der Spur war. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, das ist das Problem, ha? Wenn Ronny erstmal in Fahrt ist, hält ihn so schnell nichts mehr auf. Hab ich keinen Bock mehr, verdammt, lang ist! Wir haben außerdem viele Quellen in unserem Land, heißt unser Leitungswasser ist im Gegensatz zu anderen vielen Ländern tatsächlich trinkbar und hat keine andere dich tötende Farbe, von der du sofort Super AIDS bekommst. Trotz der immer noch verbauten Vorkriegsleitungen in manchen Häusern fühlt sich deutsches Leitungswasser so an, als würden wir Lebenselixier frisch aus einem Bach, der durch die grünen Alpen, in denen überall Bambi-ähnliche Rehe laufen, trinken. God damn, Jimmy, this some serious gourmet shit. Der Garten ist den Deutschen sehr wichtig. Perfekt getrimmte Hecken, Mauern aus eingezäunten Steinen, die symbolisieren sollen, dass du dich ficken gehen sollst. Und Hauptsache der Garten sind fett. Das ist sehr gut. Eingezäunten Steinen, die symbolisieren sollen, dass du dich ficken gehen sollst. So ist es aber auch. Das ist wirklich ein Gefick-Dich-Zaun. Und Hauptsache, der Garten sieht besser aus als der Garten der Nachbarn. Langsam die Schnauze voll, du schwäbischer Spitzli-Scheiße! Ach komm, halt doch dein Maul, du fränkische Nougat-Kerbe, du kackst doch Chicken McNuggets! Okay, es reicht. Der berühmte Fliesentisch steht in sehr vielen deutschen Wohnungen und wird oft mit asozialen Haushalten assoziiert, was vielleicht auch daran liegt, dass er in jeder zweiten Hartz-IV-RTL-Serie gezeigt wird. In einer Ecke steht unsere Pfandflaschensammlung und bei unseren Kellern ist man einfach nur froh, wenn man lebend wieder rauskommt. Wenn ihr das Licht ausmacht, bevor ihr den Keller verlassen habt, erscheint ein Monster hinter euch und wenn ihr es nicht in unter 10 Sekunden kichernd rausschafft, werdet ihr ein Teil vom Keller und wartet auf das nächste Opfer. Klingt wie ein Joke, aber so verschwinden Menschen hier in Deutschland.
Und mit den Schrebergärten möchte ich gar nicht erst anfangen, denn da gelten ganz andere Gesetze. Also wortwörtlich. Und zwar das Bundeskleingartengesetzbuch in der 12. Auflage. Die nehmen im Garten wirklich mit ein oder zwei Kindern zum Erholen. Und das ist eben nicht Sinn der Sache. Es muss auch was gemacht werden. Von deutschen Rentnerkriegen, bei denen Körperteile und Gedärme fliegen, bis zu Leuten, die mit Maßband und Lineal rumlaufen und jahrelangen bürokratischen Kriegen, wo die laminierten Zettel nur so fliegen, ist in den deutschen Schrebergärtenkolonien alles dabei. Früher war ein bisschen mehr Zusammenhalt, ne? Ich denke das mal, zu DDR, ja, den gibt's nicht mehr. Wenn sich da ein Schmetterling entpuppt, ohne vorher das Formblatt auszufüllen, wird's der Platt gemacht. Ladentechnisch haben wir in Deutschland nicht primitiv wie in anderen Ländern nur zwei oder drei riesige Läden zu bieten, sondern sind tatsächlich ziemlich facettenreich aufgestellt. Netto ist preistechnisch am billigsten und fühlt sich so an, als würde man durch die Backrooms oder irgendwelche Lost Places laufen, damit dich am Ende der ganzen Müserie eine genervte Kerstin an der Kasse mit kurzer Schnitt und Piercing erwartet. Du kriegst den Netto aus dem Ghetto, aber niemals das Ghetto aus dem Netto. Friedrich Schiller. Das ist halt. Es ist so wahr, Alter. Es ist. Ich habe direkt an einem Netto gewohnt, ey. Ich war so oft im Netto. Das ist jedes Mal. Ich hab verstanden. Im Lidl geht nur die deutsche Elite einkaufen. Schon samstagmorgens um 7 Uhr stürmt die Armee von Rentnern in den Lidl, um noch eine von den im Preis reduzierten Übergangsjacken zu ergattern, denn der frühe Vogel fängt den Wurm. Wann ist man denn alt? Etwa wenn man beige wird? Ich muss unbedingt herausfinden, was der Grund ist für diese Massenverbeigung. Die Massenverbeigung. Ach, Jesus, ey, wir sind schon uncool. Edeka ist der Supermarkt für die deutschen und wohlhabenden Adligen, der einen nur reinlässt, wenn du im Anzug kommst und auf der Großverdiener-Gästeliste stehst. Kannst du denn noch den Geizhals-Handschlag? Aber natürlich! Pfennigfuchsen, Pfennigfuchsen! Es gibt eine aktive Rivalität zwischen Aldi Nord und Aldi Süd, bei welcher du, wenn du in der Konfliktzone in der Mitte wohnst, 3 Kilometer weiterfahren kannst, um den Joghurt für 4 Cent billiger zu bekommen. Es sind Szenen wie aus einem Horrorfilm. Bundesweit liefern sich Sympathisanten von Aldi Nord und Aldi Süd heftige Kämpfe. Rossmann und DM sind exakt das gleiche, außer dass DM 3 Make-up-Produkte mehr besitzt. Globus ist ein Sammelbecken von alten Rentnern. Hey, das kenne ich gar nicht. Was ist denn Globus? Nennen die nur rabattierte Dinge kaufen, die sie im Prospekt gesehen haben. Hallo, ich hätte gerne ein Fleischkäsebrötchen, aber bitte, hauchdünn geschnitten. Ach, so schön Leberkäse, ne? Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Und Penny ist wie Netto, außer dass du auf dem Weg zur Kasse einen vercrackten Obdachlosen mehr bekämpfen musst. Ich bin allein, ne? Kontrolleur. Klingt gut. Einfach in Ruhe lassen. Dann tun die nichts. Und Rewe fühlt sich immer so an, als würde man durch einen von Rehen bewohnten Märchenwald laufen. Samstags kaufen die Deutschen so ein, als wären die Läden für die nächsten 3 Jahrhunderte geschlossen. Und wird eine Kasse aufgemacht, wird der Supermarkt zum Kriegsgebiet. Oh, der Aldi-Markt. Ein Verbraucherparadies mit einem geradezu gigantischen Angebot, soweit das Auge reicht. Und deutsche Kassierer scannen die Produkte so unglaublich schnell ein, dass sie manchmal durch ihre Lichtgeschwindigkeit in der Wand stecken bleiben. Schön wäre es, wenn das bei allen so wäre. Alle Supermärkte vereint, dass sie ein halbes Jahr vor der Weihnachtszeit schon Spekulatius und Lebkuchen anbieten. Selbiges gilt auch für Osterprodukte. Wir haben Mitte Juli. Mal gucken, was heute in den Laden kam. Ach scheiße. Deutschland ist außerdem für die einzigartige Autobahn bekannt, die vor allem wegen einer einzigen Regel anders als alle anderen Straßen auf dieser Welt funktioniert. This is the most terrifying experience I've ever had in my life. I thought like this should be illegal. Wenn du dieses Verkehrsschild siehst,
dann begibst du dich in die absolute Todeszone. Denn ab hier gilt kein rechtliches Tempolimit mehr. No matter how fast you're driving in Germany, someone is driving faster than you. Deutschland ist das einzige Land auf dieser Welt, in dem man gesetzlich unendlich schnell fahren darf. Fuck yeah! This is where the fun begins. Das Krasse ist, erst seit es diese Debatte gibt um die 130 Kilometer Beschränkung, ist mir das überhaupt erst bewusst geworden, dass das so ist, sage ich ganz ehrlich, weil man ja, wenn man in Deutschland geboren ist oder groß geworden ist oder wie auch immer, für mich war das selbstverständlich. Ehrlich gesagt, ich war ganz erstaunt, dass das so eine Ausnahme ist. Für mich war das halt einfach, man wächst halt damit auf. Es ist einfach völlig normal, dass es irgendwann keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Und es war eher so, wenn ich mal im Ausland war und dann irgendwie, egal wo eigentlich, man sich so zusammenreißen muss, dass, also ich bin jetzt auch kein Raser, aber wenn du dann irgendwo, wenn du einen Mietwagen hast oder so im Urlaub oder sonst irgendwas und der kann theoretisch schnell fahren und du darfst aber nur 90 oder so fahren, das ist so weird, das fühlt sich so komisch an, weil man es halt so anders gewöhnt ist. Zwischen Niederpleis und Siegburg liegt eine Schaufel auf der Autobahn. Die Regeln, das ist die andere Seite der Medaille. Falls du denkst, du wärst der Schnellste auf der Autobahn, sei dir sicher, es gibt auch bei 400 km/h immer einen BMW, der aus dem Nichts hinter dir erscheint und dich mit der Lichthupe belästigt, weil er vorbei möchte. Unterschätze niemals einen Deutschen, der zu spät zur Arbeit kommt. Unterschätze niemals einen Deutschen mit einem Headset am Ohr. Von diesen Leuten wird die Lichthupe nur benutzt, weil die Schallwellen der Hupe langsamer wären als die Geschwindigkeit vom Auto. Does not pass you like it doesn't. It passes you like this. Guck mal hier, was ist das für ein Kombi? Das hier ist der Piss Dungeon oder Leute drehen dort. Der Piss Dungeon. Das habe ich auch noch nicht gehört, ey. Der Piss-Dungeon. Man weiß sofort, was gemeint ist. Dicke Pornos. Boah, die werden jetzt ultramäßig gepickt. Ja. Sieht man auch nicht allen Tagen. Das hier ist der Deluxe-Piss-Dungeon, wo alles achtmal so viel kostet wie in der Stadt. Danny nimmt die Verfolgung auf. Junge Frau, nicht so schnell, ihr Mentos. LKW-Fahrer haben nicht den besten Ruf. Leute, die ihre Autos tunen, haben statistisch gesehen einen kleinen Pipi-Mann. Und ein weiser Mann sagte einst, Geschwindigkeit hat noch nie jemanden getötet. Plötzlich stehen zu bleiben, das ist es, was einen umbringt. Glatt und dann mach so, Auto so machen, ich mache so, aber... Generell lieben die Deutschen ihre anspruchsvoll konstruierten Autos, Gerüchten zufolge sogar mehr als ihre eigenen Kinder. Zu erwähnen ist hier auch noch der Nürburgring, auf dem Leute ihr teures Hobby in vollen Zügen ausleben können. Welcome to the Nürburgring. Häufig verwendete Sätze auf der Autobahn sind: Blinke doch nicht zum Spaß! Fahr, du Arschloch! Führerschein im Lotto gewonnen? War ja klar, Kennzeichen kommt aus hier beliebige Region oder Stadt einfügen. Alter, du hast ja wohl auch die Pfanne heiß, oder was? Was machst du denn da? Meine Fresse! Backen, du Blöder! Eckiges Miststück. Du Nuttensohn. Du dummer Hurensohn. Hey, was ist denn? Bist du gestört, oder was? Aus was für einem Video? Was ist... Nuttensohn. Du dummer Hurensohn. Woher kommt das? Das würde mich interessieren, wenn das jemand weiß. Was sind das für Einblendungen? Wurden die gefragt, was ist der schlimmste Begriff, den man kennt? Oder was ist das? Und so. Hey, was ist denn? Bist du gestört oder was? Meinst du eines dieser braunen Schilder? Mein Geburtstagsvideo. Vorstellungsgespräch. Vernünftig. Was ist denn vernünftig? Vernünftig, Sascha.
Ich hab nie gehört. Okay, check ich mal ab. Da siehst, kannst du kurz rausgucken und nach dem Satz, wow, das ist aber schön, dich wieder voll und ganz dem Straßenverkehr. Ja, schon wieder widmen. Frankfurt. The Germans are the only people on earth who really know how to make a car. This is. Deutsche sind im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut darin, Rettungsgassen für den Notdienst zu bilden. This is the beauty of the German Rettungsgasse, the rescue road. That is discipline. Jedenfalls wird ihnen das nachgesagt. Wenn du die Rettungsgasse nutzt, um schneller zur Arbeit zu kommen, öffnet sich ein Portal zur Hölle und du wirst ewig für deine Schandtat büßen. Was für verfickte Homos! Ja, komm, wir gehen Velo fahren. Ist ja nicht so, dass Velo weg hat, ihr Arschlöcher, oder? Und du, du Pissbirne, steig auf dein Velo auf, du Arschlöcher! Fragt niemals, wer das Konzept Autobahn erfunden hat. Es war Johannes von Autobahn aus Deutschland und kein anderer. Johannes von Autobahn aus Deutschland. Das ist ja schon interessant. Hier ist Matthew Perry, wenn ich das richtig... Ist das Matthew Perry? Louis C.K.? Was sind das? Sind die handpicked, die Leute, die er da ins Publikum gesetzt hat? Oder was ist das? Deutschland und kein anderer. Dziwne dźwięki wydaje. Das war ein Befehl! Der Angriff steigert! Und falls diese ganzen Sachen verlockend klingen und du Lust bekommen hast, auf der Autobahn zu rasen, sei dir sicher, dass die Realität anders aussieht, weil in 90% der Fälle irgendwo eine Baustelle steht. Die A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Bad Eilsen und Kreuzbad Oeynhausen mehr als 10 Kilometer Bergungsarbeiten laufen. Das größte Paradoxon in diesem Land ist wahrscheinlich, dass wir alle sehr pünktlich sind, die Deutsche Bahn aber gleichzeitig genau das Gegenteil davon verkörpert. Gerade mal 65% der Züge sind pünktlich, wobei laut der Statistik ein Zug, der bis zu 6 Minuten Verspätung hat, immer noch als pünktlich gilt. Das, dann sehen wir uns um 6. Genau um 6. Genau um 6. Genau um 6. Genau um 6. 12 Uhr Mitternacht. Der Zug nach Buxtehude. Wer ist eigentlich der Dude, der immer eingeblendet wird? Weiß ich auch nicht, wer das ist. Kennt den jemand? Ist das irgendein Grund? Der wurde jetzt schon ein paar Mal eingeblendet, glaube ich, in verschiedenen Szenen. Das ist Jules? Ich dachte, man weiß nicht, wie der aussieht oder so. Ist nicht Jules. Was denn jetzt? Twitch-Emote? What the fuck, Ede? Ach, das ist dieser Emoji, okay. Maymays. Kommt nur 4,5 Jahre zu spät, also alles noch im Rahmen. 39 Minuten später unterwegs als geplant. Die Deutsche Bahn besitzt das glorreiche Trustpilot-Ranking ungenügend bei 18.000 Bewertungen. Und anstatt dir mit deinem Geld ein Ticket von Köln nach Berlin zu kaufen, könntest du auch mit dem Flugzeug zweimal um die ganze Welt reisen und hättest am Ende trotzdem noch Zeit und Geld für eine Packung Haribo übrig. Falls mal tatsächlich ein Zug früher da sein sollte, ist es einfach nur der Zug, der eine Stunde davor fahren sollte, aber massivst zu spät kam. Heute circa 840 Minuten später. Man kauft bei der Deutschen Bahn nicht einfach ein Ticket, sondern muss man über den Automaten einen 8-seitigen Fragebogen ausfüllen, der mit schwerer Quantenphysik berechnet, welches von den 90 Tickets für dich am besten geeignet ist. Wie viel Distanz legen Sie voraussichtlich zurück in Lichtjahren?
Was gibt es einen Gott? Ich kann nur in Zahlen antworten. Keine Ahnung, mach mal 42. Das Handynetz auf Bahnstrecken im ICE ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die Deutsche Bahn schaltet nur jede 5 Sekunden den Störsender an, um uns alle abzufacken, diese Hurense. Sobald die erste Schneeflocke fällt oder ein Blatt auf dem Gleis liegt, wird die Deutsche Bahn in einem absoluten Chaos ausbrechen. Oh, wer hätte nur erwartet, dass es irgendwann mal wieder Winter wird. Hier ist es ratsam, das Ganze einfach zu akzeptieren und es über sich ergehen zu lassen. Denn es wird sich die nächsten 500 Jahre wahrscheinlich eh nichts daran ändern. Immer wenn du denkst, es geht bergauf, kommt einer und haut dir mit dem Hammer drauf. Die sogenannte deutsche Qualität wird im Ausland häufig als sehr gut gewertet. Das Label Made in Germany ist von allen Ländern das am weitesten anerkannte und steht für unsere disziplinierte und organisierte Art, Dinge zu tun. Selbst ein Bierkrug bleibt bei solcher Fahrt randvoll. Während in China und anderen Ländern die Häuser nach ein paar Jahren zusammenfallen, weil sie aus Pappe, Stroh und Bastelkleber und ähnlichem gebaut wurden, stehen in Deutschland noch alte Fachwerkhäuser und andere alte Gebäude. Denn wenn die Deutschen etwas bauen, dann wird es in der Regel auch halten. Der Wagen hat heute 900.000 Kilometer auf dem Buckel und ist in gleicher Weise 26 Jahre lang jeden Tag problemlos angesprungen. In Deutschland schlägt man dementsprechend kein Loch in die Wand, sondern schlägt, wenn überhaupt, die Wand ein Loch in dich, während das in Amerika ganz anders aussieht. Yes. Is a German wall made out of bricks and plaster. Oh no! Oh no! Das erklärt übrigens auch, warum es keine Mauslöcher in Deutschland gibt, wie sie oft in Cartoons gezeigt werden, weil diese Maus wahrscheinlich 2 Jahre bräuchte, um durch eine deutsche Wand zu kommen. Noch ein Bier? Yeah. Die typisch. Ich bin ein einfacher Mensch mit einfachem Humor. Da muss ich lachen. Deutsche Wand, bestehend aus unserer klassischen Raufasertapete. Schön. Der ganze Stolz deutscher Ingenieurskunst ist die Erfindung des Fensters, das man auf Kipp stellen kann. Oh ja, auch das ist nicht selbstverständlich. In Amerika gibt's das gar nicht. No freaking way. And the window comes down to about this point. Für Außenstehende wirkt es wie ein Zaubertrick oder dunkle Magie, ganz zu schweigen von dem Rollladen, der so akkurat gebaut wurde, dass er deine Wohnung innerhalb 10 Sekunden in eine Batman-Höhle verwandeln kann. Rollladens are the metal or... Do you guys just do that all day? Holy shit, zeigt denen bloß nicht das Dachfenster, das man rotieren kann. Sie werden denken, dass wir aus der Zukunft kommen. Und unsere Fenster werden nicht gerade wenig benutzt. Die Deutschen sind Weltmeister im Wohnungenlüften. Mindestens 3-mal täglich, egal ob es draußen hagelt, schneit während des Gewitters oder es draußen radioaktiv verstrahlt ist. Stoßlüften ist eine deutsche Obsession. Man muss lüften. Mission. Kevin, das ist einfach so dumm. Das ist das Blöd. Wenn wir mal ehrlich sind, mag kein einziger Mensch den TÜV. Aber allein, dass es eine offizielle Stelle gibt, die überwacht, ob technische Sachen noch funktionieren und sicher sind, ist etwas, was nicht jedes Land besitzt. TÜV-Plaketten sind der Grund, warum Funny-Fail-Videos mit einstürzenden Brücken nie in Deutschland gedreht wurden. Ups. Wurde deutsche Wertarbeit! Heiligs Blechle! Wir haben außerdem den Buchdruck erfunden, die Glühbirne, das Telefon, den Personenkraftwagen, den Fernsehen und die Weihnachtsbaumkanone. Ja, das ist also eine Weihnachtsbaumkanone und die ist dafür da, um Weihnachtsbaum abzuschießen. Und der Sinn dahinter? Frage ich mich auch. Naja, eigentlich wurden diese ganzen Sachen von diesen schlauen Leuten erfunden und wir haben gar nichts gemacht, aber man darf ja wohl noch so tun. Eis nimmt man dann raus und das passt dann perfekt auf den Kasten Bier.
Wir haben für jede Sache irgendeine Norm. Natürlich geregelt durch das Deutsche Institut für Normung. Mit Vorstandsmitgliedern wie Norman Heidenreich. Damit alle Sachen regelrecht und ordnungsgemäß in diesem Land funktionieren. Unser ganzes Leben ist durch Normen geregelt. Es gibt Normen für Verkehrsführung, für Straßenfahrzeuge, für Dachneigungen, für Fenster und Türen, für Wandstärken. Insgesamt rund 33.500 Normen. Hier vor allem erwähnenswert die DIN 1860, die besagt, dass der Abstand zwischen den Stäben beim Grillrost nicht größer als 20 mm sein darf, damit keine Würstchen durch die Lücken fallen. Zauberei? Nein, Technik. Made in Germany. Da muss man sagen, das ist eine der besseren Normen. 18015-3 für die Zentimetervorgaben für Stromleitungen in Wohnräumen. Die werdet ihr noch sehr oft im Leben brauchen. Kein Problem, ihr könnt mir später danken. Die gestrichelten Linien muss man ausschneiden. DIN 1946 besagt, dass im Eigenheim mindestens viermal täglich gelüftet werden soll. DIN 820 legt fest, welche Kriterien bei der Erstellung von Normen eingehalten werden müssen. Die Normen für die Normen quasi. Als das Spiel Cyberpunk 2077 rauskam, gab es zahlreiche Artikel über einen Deutschen, der sich beschwert hatte, dass die im Spiel verbauten deutschen Gullideckel nicht der DIN-Norm B. Oh mein Gott. 125 entsprechen und somit unpassend für die Straße im Spiel sein. Und ich finde, damit ist alles gesagt. Buchstäblich unspielbar. Petition ist raus. Average German. Man sollte schon wissen, einen D400 verbauen, da dieser bis zu 40 Tonnen tragen kann. Manhole Cover! Werbung. Oh nein, dort ist jemand gefangen auf einem Zug, der auf eine Klippe voller gefährlicher Krokodile zurast. Wenn nur irgendwer zur Hilfe kommen würde. Schaut, dort oben, da ist Holy Man. Holy Man. Hier, mein Freund, hast du deinen veganen Holy Energy Drink. Ohne Zucker und nahezu keinen Kilokalorien. Holy Man rettet wieder einmal den Tag. Ja. Naja, er hilft den Leuten und er hilft den Leuten. Wow, das hier ist ein ganz herkömmlicher Energy Drink. Drink aus dem Supermarkt. Mal gucken, was da so drin ist. Plutonium, eine radioaktive Fledermaus, der vergammelte Arm von einem Schornsteinfeger, Wasser, 20 Dude, Liter oder? Rattengift und Sprengstoff. Trink lieber den deutlich günstigeren Holy Drink, denn da sind ausschließlich gesunde Sachen drin. Und natürlich Zutaten wie Sternenstaub, die letzte Schneeflocke des Mitternachtsmondes, das Haar einer Meerjungfrau und natürlich die wichtigste Zutat, Liebe. Hier, Obdachloser, hast du eine gesunde Alternative. Hallo, alte Frau, haben Sie schon mal Holys gesunden Eistee ohne Zucker probiert? Dieser Mann hat Holy getrunken und seitdem kann er sich teleportieren, ist überragend mächtig und kann Goldbarren aus seinen Händen schießen. Danke, Holy. Leute, die Eistee-Zitrone trinken, haben bekanntlich starke psychische Störungen. Die Leute, die Eistee-Pfirsich trinken, sind bestimmt ganz cool. Und dann gibt es noch die Leute, die Holys coolen Sandalen tragenden Apfel-Eistee mit Sonnenbrille trinken. Kauft euch das Probepaket oder eines von den 9 Milliarden verschiedenen Sorten und erhaltet einen fetten Rabatt mit dem Code in der Beschreibung. Ihr würdet mir und dem Kanal damit sehr helfen, außerdem eurer Gesundheit. Außerdem sind die Dinger lecker und billig und Holy Man hätte keine Angst mehr davor, arbeitslos zu werden. Werbung Ende. Deutsche Medien, jetzt wird's spannend. Wenn sich unser geliebtes und oft zerstrittenes Deutschland über eine Sache einig ist, dann darüber, dass wenn unsere komplette deutsche Filmlandschaft von einem schwarzen Loch verschlungen werden würde, es nahezu keinen einzigen Verlust gäbe. Gar nicht schlecht für einen deutschen Film. Alles, was ChatGPT einem anbietet, ist besser als das, was wir jetzt hier zu sehen bekommen. Männersache kann man schon witzig finden, wenn ein komplizierter Schädelbasisbruch das Humorzentrum im Hirn zerstört. Hat. Immer denselben Look, immer dieselben Instagram-Filter, die sie darüber legen. Die Schauspieler sind immer ähnlich beschissen. Es gibt drei Kategorien von deutschen Filmen. Die erste beinhaltet Werke, in denen Matthias Schweighöfer oder Til Schweiger die Hauptrollen spielen. Beinhaltet Werke, in denen... Ey, ich habe eine Sekunde gebraucht, um festzustellen, dass es nicht Matthias Schweighöfer ist. Schweighöfer oder Til Schweiger die Hauptrollen spielen, also ungefähr 60% der Filme, die jemals in Deutschland erschienen sind. Zeig mir Filme mit Matthias Schweighöfer.
Matthias Schweighöfer spielt den Protagonist, den Antagonist, den Sonnenuntergang und den Baum vor dem Gebäude. Yo, Homies, meine Diggis, na, was geht? Schieß, sag ich Slay. Till Schweiger ist der Regisseur, auch der Protagonist und spielt in jedem Film einfach nur sein arrogantes Selbst. Regisseur Till Schweiger sei permanent alkoholisiert gewesen, die Arbeitsbedingungen waren angeblich chaotisch und es soll ein unangenehmes Arbeitsklima geherrscht haben. Ah ja, und der Uwe, der ist auch dabei. Ich bin auch dabei. Dann gibt es noch die deutsche Filmkategorie Roter Text auf weißem Hintergrund. Und in diesen Filmen geht es um die drei immer gleichen Geschichten mit dem immer gleichen sexistischen und kindischen Steinzeithumor. Bonuspunkte gibt es, wenn bei einem Film noch Elias Mbarek dabei ist oder die Worte Mann oder Frau im Titel stehen. Männer Hort, Männer Sache, Männer Tag, Männer Herzen, Männer Pension, Irren ist männlich, What a Man, warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken. Und dann gibt es mit einem Anteil von ca. 1% gute deutsche Filme, also hochwertige und ernstzunehmende Werke, die unser Ansehen in der Welt nicht komplett ruinieren. Wenn sich Heiko zum Beispiel beim Date in die Hosen scheißt oder im Schwimmbad vor Oliver Pocher in einer Elefanten-Speedo einen Ständer bekommt. Der Grund für die ganzen schlechten Filme ist, wer hätte es gedacht, dass irgendwelche Boomer in Ämtern verdächtig viel Mitspracherecht haben, wenn es darum geht, die Finanzierung für deutsche Filmprojekte zu entscheiden. Außerdem gibt es ja immer noch Menschen, die diese Gattierung für... Aber Moment. Warum Oppenheimer? Pipi Kaka Popo 6. Pipi Kaka Popo 6 will ich gerne sehen. Pipi Kaka Popo 6, können wir bitte in Pipi Kaka Popo 6 gehen? Deutsche Filmprojekte zu entscheiden. Außerdem gibt es ja immer noch Menschen, die diese ganzen schlechten Filme weiterhin schauen, obwohl sie nach jedem Kinobesuch mit dem gleichen bedrückten Gefühl aus dem Saal laufen und wieder einmal Till Schweiger um ein kleines Stück mehr hassen. Es geht um einen Jungen, der die Schule wechselt und wie der Name Kartoffelsalat eben sagt, bricht dort ein Zombie-Virus aus. Ach, das ist hier Otto Walkes, Fresh-Torge und irgendwelche, die ich nicht kenne, wie heißen die nochmal? Bibi? Ist das Bibi? Und die andere, wie heißt die nochmal, die andere Bibi? Es gibt auch zwei. Es gibt auch zwei Bibis. Dagi. Dagi B und Bibi B. Aus. Dafür wird wirklich alles, was aus dem Ausland kommt, auf Deutsch synchronisiert und meistens machen wir dabei einen ziemlich guten Job. Ich bin heute hier mit Mr. Krabs. Mr. Krabs, ich bin Benjamin, Benjamin Blümchen. Wenn Sie in juristische Schwierigkeiten geraten. Yippie-yay, Schweinebacke. Warum habe ich drei Kinder und kein Geld? Willkommen im Fight Club. Mein Name ist Optimus Prime. Heiko Stenger bleibt draußen, das ist mein Luftschiff. Bei dem wird's aber höchste Eisenbahn, aber fahren wir die Buletten. Was Kinderserien und Filme angeht, wurde Deutschland anscheinend von den Unterhaltungsgöttern gesegnet. Es ist schwer, eine Serie zu finden, die eine Generation nicht grundlegend positiv geprägt hat. Ist jetzt zu Ende. Ihr könntet also ruhig abschalten. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung nach meiner Zeit. In einem unbekannten Land. Ja, das muss funktionieren. Hey, hey, Vicky, die Wikinger. Unsere Kindheitshelden bestehend aus einem klinisch depressiven Brot. Mein Leben ist die Hölle. Wow, mein Leben ist auch die Hölle. Die Sendung mit der Maus, die beim Blinzeln klickt. Der Name übrigens auch sehr pragmatisch gewählt. Der lustige Typ, der diese eine Blume gerne mag. Ja, das ist er. Und mit Kika einen ganzen Sender für Kinderserien und klassische Fernsehformate. Kommt,
Wir gehen schnell rüber zu Bubu. Was sagst du, Bubu? Ich soll mir eine Knarre nehmen und das ganze Kika-Team hinmetzen? Es gibt eine bekannte Anekdote über einen betrunkenen Amerikaner, der in einem deutschen Hotel beim Kika-Schauen eingeschlafen ist und plötzlich um 3 Uhr nachts wieder aufstand und seitdem das Gefühl hat, seine ganze Existenz hinterfragen zu müssen. Schaltet ab! Schaltet ab, 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 ab! Schaltet ab! Jetzt! Jede Figur hat ihre eigene kleine Geschichte und Hintergründe, was uns den Titel Das Land der Dichter und Denker wirklich gerecht werden lässt. Meerschweinchen. Wie viele Haas hat Meerschweinchen? Wie viele Haas hat Meerschweinchen? In Sachen Internetkultur geben wir... Okay, ich muss kurz überlegen, wie viele Haas hat Meerschweinchen? Zwei. Ein deutlich besseres Bild als bei unserer deutschen Filmlandschaft ab. Das Internet ist für uns alle Neuland. Jeder stand in seiner Kindheit mindestens einmal auf diesem Ding hier, wusste nicht, wie man damit fährt und hat sich vor Ehrfurcht nie wieder auf dieses Sportgerät gestellt. This is a German meme. Seriously. Der muss. Bekannte Memes sind außerdem noch der Mittwochsfrosch, der Frosch, der... Der muss. Bekannte... Da sehen wir den Held der Steine unten, Olli Schulz. Scholz, meine ich. Oben rechts weiß ich nicht, unten rechts ist der Agro. Zocker. Memes sind außerdem noch der Mittwochsfrosch, der Frosch, der immer mittwochs gepostet wird. Mittwoch. Und viele Clips aus Serien und TV-Shows, die jedes Mal wieder aufs Neue hochgeholt werden. Die beste deutsche Mountainbikerin ist heute Abend bei uns, Regina Stiefel. Herzlich willkommen. Das Meme mit dem Zauberer, der mitten in einer deutschen Demonstration anfängt, irgendwelche Polizisten rumzuschubsen, so als wäre er ein High-Level-Magier aus Skyrim, hat international auch ganz schön viel Gefallen gefunden. So this is what every German looks like, right? Yes, we are all wizards. Der berühmte und extrem akzentfreie Hans. Mathematik, Hans Götze Flammenwerfer. Und natürlich der Fakt, dass wir bei jedem dritten Fußball-related Post auf Social Media erwähnen müssen, dass wir 7-1 gegen Brasilien gespielt haben. Das wird ein In Brasilien wohlgemerkt. Fucking ist 7-1 für uns. 7-1. 7-1 for Brazil, yeah, true. 1-0 für Deutschland, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. 7-1, möchte fast sagen, Gott sei Dank. Man hört außerdem regelmäßig von Internetnutzern, dass sie Deutsch lernen wollen, um die Memes vom Ich-IIL-Subreddit zu verstehen, scheitern aber schon daran zu begreifen, was der Akkusativ bedeutet, und wir können es ihnen ehrlich gesagt nicht übel nehmen. Albert Einstein! Albert! Penny am Kiez-Doku sagt mir nichts, ne, kenn ich nicht. Ey, okay, versprochen! Wir haben eine goldene Regel in den deutschen Internet-Communities, die besagt, dass alles auf Deutsch formuliert werden muss, ganz egal, wie umständlich man dabei das englische Wort transformieren muss. Stell dir vor, dein Geodreieck zerbricht. Ja, hol mir nach im Stream. Mach ich. Klingt gut. Ich kenne die wirklich nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Nicht einfach. Dieser Pfosten wurde gemacht von der biegsamen Geodreieckwand. Solltest du dich nicht daran halten oder kommst auf die Idee, auf Französisch in einer unserer Subreddits zu schreiben, wirst du sehr höflich mit einem Sprich Deutsch, du Hurensohn darauf hingewiesen. Sprich du. What does this mean? They're saying speak German, you son of a bitch. Sprich Deutsch, du Sohn einer thermodynamischen, nuklearen, radargesteuerten Elefantenkuh. Sollte es in einer Doku oder einem Internetbeitrag auch nur für ca. 2 Millisekunden um Deutschland gehen, oder sollte das Wort Germany mal irgendwo vorkommen, sei dir sicher, du wirst in den Kommentaren einen Haufen motivierter Deutscher finden, die die Kommentarsektion schneller erobern als Elsass-Lothringen. Ja, das ist eine geschichtliche Anspielung. Diese Kommentarsektion ist...
Kommentarsektion ist nun Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. What the fuck? Was geht ab im Internet? Ey? Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Aufbitten! Servus. Ich bin in Deutschland und ich gebe jetzt hier keine Antworten auf Englisch. Selbiges gilt für das Jens Spahn-Interview aus 2020 über die niedrigen deutschen Corona-Zahlen, bei welchem die Interviewerin ernsthaft behauptete, Amerika hätte ein gutes Gesundheitssystem. What are you doing that we're not doing? We also have a very strong healthcare system in this country. Hä? Aber Moment. Man muss doch die Zahlen gemessen an der Bevölkerung ausrichten. Aber es ist trotzdem noch. Was haben wir hier? Ich kann es nicht ausrechnen. Trotzdem waren wir super. Well, actually, I... And we also have a very strong healthcare system in this country. Haltet euch wenigstens ein bisschen an die Fakten. Und was wäre ein besserer Zeitpunkt, um die deutsche Königsdisziplin zu feiern, als bei einer solch perfekten Vorlage? Sie verlassen den amerikanischen Sektor. Selbiges gilt für den englischen Subreddit r/t, also wo sich Leute über T-Shirts austauschen wollten. Das ist eine Community für T-Shirts, wo Leute ihre T-Shirts-Designs hochladen über... Ist das Florentin? ...tauschen wollten. Das ist eine Community für T-Shirts, wo Leute ihre T-Shirts-Designs hochladen, über T-Shirt-Größen reden, also einfach T-Shirt-Liebhaber. Das ist Florentin! T-Shirts-Designs hochladen, über T-Shirt-Größen reden, also einfach T-Shirt-Liebhaber. Bis auf eine Person. Gurgeltee nicht zum Verzehr geeignet? Hi, ich habe mir... Danke schon mal. Eines düsteren Tages wurde dann auf einmal der ganze Subreddit von deutschen Tee-Enthusiasten überrannt, weil irgendjemand die Doppeldeutigkeit so lustig fand. Und dieser wurde dann letztendlich zum offiziellen deutschen Tee-Subreddit. Befüllt mit Teekultur und Tee-Inhalten. Entwurf, ein T-Shirt-Design mit diesem Reddit-Post drauf. Das wäre mein Vorschlag. Ansonsten wird Deutschland leider von anderen Ländern dieser Welt sehr einseitig wahrgenommen. His name is Klaus. He just arrived here from Argentina. I think he's really, really conservative. Wir sind zwar bekannt für unsere Pünktlichkeit und Ordnung, werden aber von jedem auf die gleichen drei Sachen reduziert. Sauerkraut, das ist gut. Die Autobahn. Stackenblocken. Mann, vrum vrum, das ist gut. Umpa-Music, das ist gut. God, I wish I could get tickets to that show. Die deutsche Geschichte wird auf exakt 6 Jahre reduziert. Vor allem lustig, wenn Amerikaner das einem sagen, weil es in ihrer ganzen Geschichte schwer ist, ein Jahr zu finden, in dem sie keinen Krieg geführt haben. Wir essen den ganzen Tag Currywurst, haben Bilder von Kühen und den Alpen an der Wand hängen. Wir sind groß, blond und blauäugig, weil sie das mal in irgendeinem Sabaton- oder Rammstein-Song so gehört haben. Wir sprechen nicht Deutsch, wir sprechen Nazi. Wow, wie kreativ. The thing is, you're talking to a modern, nice, affable German person and they're saying to you something like Hitler, 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 Hitler. There's a Hitler when you did the Hitler thing with Hitler. Auf Social Media gehen regelmäßig Videos viral, in dem die deutsche Brotschneidemaschine gezeigt wird, was anscheinend für Außenstehende wie futuristische Alien-Technologie wirken muss. Nimm doch eine Tüte. Ich mag diese grundlosen, schlimmen Beleidigungen einfach. Ich finde das lustig. Ich sag's, wie ist es, wenn dieses einfach so banale Sachen mit nimm eine Tüte, du dummer Hurensohn. Das bringt mich immer zum Lachen, Mann. Ich bin so einfach gestrickt. Das ist aber einfach so. Ach Gott, ey. Ich weiß auch nicht. Warum? Ich kann nicht mehr. Ich habe kein Blut mehr. Oh
und für das deutsche Postunternehmen DHL, was wohl auch international super darin ist, einfach nur einen Zettel mit "Wir haben leider niemanden angetroffen" in den Briefkasten zu werfen und das Paket dann 20 Kilometer zur nächsten Poststelle zu fahren. Du begrüßt den Empfänger freundlich, ohne seine Wohnung zu betreten. Dann scannst du den Strichcode des Pakets und lässt den Empfänger auf deinem Handscanner unterschreiben. Viele haben international die Vorstellung, dass David Hasselhoff angeblich ein deutscher Nationalheld sei und mit eigenen Händen die Berliner Mauer zu Fall gebracht hat, um Frieden wieder in das... Wie? Das stimmt nicht, oder was? Das ist doch... Hä? Das habe ich aber auch so gelernt. ...Land zu bringen. Keine Ahnung, woher das kommt. Wo soll's denn... Also, wie soll's denn sonst passiert sein? Japaner sind gefühlt die einzigen, die von unserer Kultur mehr halten, als wir es selber tun. Guten Appetit! Guten Appetit! Auch wenn wir an den heutigen Anime-Nazi-deutschen Stereotypen leider nicht vorbeikommen. Wir sind in Deutschland gesetzlich dazu verpflichtet, für unsere Unterhaltung Rundfunkgebühren zu zahlen, weil wir uns einreden, unsere deutschen Fernsehproduktionen würden Hollywood-ähnliche Verhältnisse annehmen, wenn jeder deutsche Bürger etwas dazu beiträgt. Am Ende kriegen wir jedoch nur den 20. Tatort mit der wirklich immer gleichen Handlung in der gleichen verfickten Kleinstadt in Niedersachsen. Ja, ich war's. Jetzt laufen wir doch mal weg, damit wir eine Verfolgungsjagd haben. Die einzige Ausnahme hierbei ist Arte, die es immer wieder schaffen, mit einem Budget von 33 Cent eine filmreife, kritische und facettenreiche Dokumentation in irgendeinem gefährlichen Kriegsgebiet zu drehen. Sollte man jemals auf einer einsamen Insel gestrandet sein, irgendwo im Ozean, ohne Chance auf Rettung, wird dich irgendwann schon eine Brieftaube heimsuchen, die eine fucking Warnung dabei hat. Die GEZ-Beitragsstelle ist nämlich gleichzusetzen mit einer Mafia, also leg dich besser nicht mit dir an oder schick ihr immer einen Cent zu wenig. Glaub mir, die lieben das. Was passiert, wenn man... ein Pfennig zu wenig schickt. Hat das mal jemand wirklich in Erfahrung gebracht? Das würde mich wirklich interessieren, ob da was zurückkommt. Gerichtsvollzieher. Kommt da wirklich eine Mahnung? Ist es eine Vermutung oder ist es wirklich so? Es würde mich einfach nur mal interessieren, ob da... Weil die Mahnung rauszuschicken ist ja teurer als der Pfennig. In Theorie. Man könnte ja dann, wenn dann wirklich, also man könnte ja gucken, wenn nichts passiert, wenn man einen Pfennig zu wenig überweist, wenn nichts passiert, dass man sich so langsam herantastet, das nächste Mal noch ein Pfennig weniger und noch ein Pfennig weniger. Bis zu dem Grenzpunkt, ab dem eine Reaktion kommt. Und das ist dann der neue GEZ-Preis, nämlich. Die ist unter Beobachtung. Lieber einen Teil zu viel überweisen, dann muss es jemand bearbeiten und zurücküberweisen. Für die Jungen unter euch, Pfennig ist was wie Cent. Ja, Cent, meine ich doch. Ein weiser Mann sagte einmal... Das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen. Und wenn ich mir die Übersicht der deutschen Artikel in den vier verschiedenen Kasusfällen angucke, weiß ich absolut, was dieser weise Mann damit meinte. My only regret is that German was not my first language. Ich kann mit einem Eierlöffel Fledermäuse töten. Wir können alle sehr froh darüber sein, diese Sprache nicht lernen zu müssen. Mark Twain hat sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie schrecklich unsere Sprache zu lernen sei.
wahrscheinlich, als er das erste Mal von du, dir, dein, deine, deins, deinen, deiner, dich, sie, ihnen, ihr, ihre, ihnen, ihrs gehört hat. Schwanzlutscher, drück ich dich ab! Erschieß mich! Die deutschen Wörter werden sehr pragmatisch gebildet. Wir können für jeden Scheiß ein Wort erfinden, indem wir einfach ein paar Wörter zusammenfügen, wie zum Beispiel der Dachziegel oder der Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Gloves in German. Buckled finger handshoes. Verhütungspillen heißen auf Deutsch auch Anti-Baby-Pillen. Das Tier hier ist eine Kröte mit einem Schild, eine Schildkröte. Duh. Das ist Sauerkraut. Das Kraut, das ist sauer. Habt ihr auch einen inneren Schweinehund in euch, was auch immer das sein soll? Irgendjemand hat uns mal mit einem purzelnden Baum verglichen und ab da hieß das einfach so. Don't bring me on the palm. Everything's in butter, that's snow from yesterday. Warum ist dieser Mann nur 3 Käse hoch, obwohl er deutlich größer aussieht? Warum hat eine Hexe geschossen und diese Oma hat jetzt Rückenschmerzen? Und warum gehen wir in diese dunkle Gasse und nicht zum Metzger, wenn du sagst, dass ich eine Extrawurst bekomme? Scheiße, warum öffnest du deinen Hosenstall? Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Huch! Hä? Bah. Nö. Nö? Na? Boah. Oft werden wir auch für unsere langen Wörter wie Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Arbeiterunfallversicherung. Ihr habt vollkommen recht, Fenska, ne? Anti-Baby-Pille, ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber es klingt wirklich furchtbar. Anti-Baby-Pille, das klingt wie aus einem 60er-Jahre-Batman. So Anti-Haifisch-Spray, Anti-Baby-Pille. Haben Sie was gegen Babys? Könnte es ja auch Babyabwehr-Tablette. Ja, ist doch so, aber es ist halt trotzdem nicht besonders sensibel. Versicherungsgesetz kritisiert, weil es viele Deutsche gibt, die online regelmäßig das Wort Dienstreicher Ticketierungsüberwachungsaufgabe im Übertragungsgesetz benutzen, um anderen Menschen Angst vor der deutschen Sprache zu machen. Mein Face für Americans call die Kraftfahrzeughaft Pflichtversicherung. Car Insurance. Das erklärt vielleicht auch, warum keiner Lust hat, mit uns Deutschen Scrabble zu spielen und warum von allen Sprachen auf dieser Welt die meisten Wörter im Duden in der deutschen Version zu finden sind. Mein Face von Americans call die einen Fliegenschwieben, drehen Geschwindigkeitsvogel. Helikopter. Wenn man ganz kreativ ist, hängt man an alle möglichen Sachen einfach das Wort Zeug dran und hat direkt einen Begriff für das Flugzeug, das Fahrzeug, das Bettzeug oder das Feuerzeug. Das Wort doch ist dazu da, um jede Diskussion auf einen Schlag zu gewinnen. Es ist jawohl. In jedem Satz universell einsetzbar. Es ist der Magnus Opus der deutschen Sprache. Doch. Ich? Sie? Nein. Doch. Das ist ja super. Kann je nach Tonlage 200 verschiedene Bedeutungen haben. Und irgendjemand hat mal diesen Buchstaben hier erfunden, um alle anderen Länder auf dieser Welt abzufucken und unsere bürokratischen Prozesse um circa 10 Jahre zu verzögern, weil kein Computer mit diesen Buchstaben klarkommt. Ich habe keine Ahnung, was hier so abläuft, aber ich tue mal so, als würde ich es wissen. Wir führen regelmäßig Bürgerkriege darum, ob es der, die oder das Nutella heißt. Die? Das. Dem. Des. 6 words. And they're all just different ways of saying the. Wir haben außerdem deutsch-exklusive Sprichwörter, wie zum Beispiel, wer im Stein sitzt, sollte nicht mit Glashäusern werfen. Ah nee, warte, das ging irgendwie anders. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Alles, was uns nicht tötet, härtet uns ab. Einigen wir uns auf Unentschieden. Den Löffel abgeben, den Löffel abgeben. Denn nur die Harten kommen in den Garten. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Hallo, Meister. Hör auf den Garten. Oh, war das Morrowind? Ein Meister vom Das hier? Himmel. Ist das Morrowind, oder? Mit dem Sprungzauber. Fallen. Hallo. Die Harten kommen in den Garten. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Hallo, Meister. Hör auf meiner Nase herumzutanzen.
die Kirche im Dorf lassen. Wie soll ich die bitte tragen? Ich lasse sie hier stehen. Jemanden einen Korb geben. Jakob, ich mach Schluss. Und jemanden Hals- und Beinbruch zu wünschen, ist hier bei uns ein anerkanntes und liebevolles Das gibt's aber auch im Englischen. Break a leg, tatsächlich. Warum auch immer. Sprichwort. Unsere Sprache wird als aggressiv bezeichnet, was vielleicht auch daran liegt, dass jeder, also wirklich jeder, der in irgendwelchen Shows und Serien Deutsch spricht, alles enorm aggressiv betont. Sorpresa. Sorpresa. Überraschung. Kugelschreiber. Esst dein Schnitzel. Schweinhund. Des Schwarzer Hotel ein Pepsi-Cola trinken, bitte. Natürlich schreien wir die ganze Zeit rum, wir können nicht normal reden in Deutschland. Auch ein guter Rum kann dazu verleiten, die misslichen Gepäckstücke wie Alltagssorgen und lästige Pflichten über Bord und im Genuss des Augenblickes Anker zu werfen, zu entschleunigen und zu verweilen. Die deutsche Lieblingstätigkeit. Wenn uns eine Sache in diesem Land verbindet, dann ist es diese eine Veranlagerung in unserer DNA, die uns allen einen enormen Lebenswillen verleiht. Menschen aus aller Welt kommen nach Deutschland, um sie in einem unserer Wälder zu verspüren. Es ist unser Antrieb für jeden neuen Sonntagsspaziergang. Es ist die weltberühmte deutsche Wanderlust. Die Deutschen wandern wie kein anderes Volk. Das Wandern ist des Müllers Lust. Oh, serious food. Komm, mein Sohn, ich kenne da eine Abkürzung. Ja, muss ich sagen, da bin ich total raus, ne? 100 Kilometer. 200 Kilometer. 450 Kilometer. 1000 Kilometer. Spazieren gehen tun wir bei jedem Wetter. Wir sind ja nicht aus Zucker. Außerdem gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Und jeder weiß, dass ein einfacher Holzstock jede Wanderung um 300% aufwertet. Oh, I see the car. Nice, made it. Na gut. Ein geiler Holzstock ist schon ein geiler Holzstock. Also, muss man einfach sagen, waren wir tatsächlich auch wieder im Wald unterwegs, am Stadtpark. Und ein geiler Wanderstock, ein geiler Stock, so ein gut geformter, großer Stock ist halt einfach geil. Das muss man einfach sagen. Das ist einfach, die Natur schenkt dir einfach einen richtig geilen, geiles Tool irgendwie. Ne? Es ist eine Waffe, es ist eine Gehhilfe, es ist einfach, naja, es ist einfach ein Stock. Es ist einfach eine geile Sache. Muss man einfach sagen. Was ich im Rucksack dabei habe, eigentlich nichts Besonderes. Ah, hier, The Forest. Nur so das Übliche wie immer halt. Do you want a salami stick? Do you want a cereal bar? Would you like a rice waffle? Do you want an apple? How much further do we have to go? The ways to go. What does it even mean? Einmal auf dem 6000 Meter Berg angekommen, ist das keine wunderschöne, traumhafte Aussicht, sondern man kann sich nicht beklagen. Und dann wird störrisch das geschmierte Butterbrot ausgepackt. Ich habe jetzt schon irgendwas zwischen 1 und 200 Kilometer hinter mir. Wie viel genau, weiß ich selber nicht wirklich. Die längste Wanderroute in Deutschland trägt den Namen. Ich kenne da eine Abkürzung. Spaziergang-Dates sind die romantischen und wenn du auf dem Land nicht zurückgrüßt, wenn dir jemand beim Spazierengehen begegnet, wirst du zusammengeschlagen. Los, auf ihn! Moin. Moin. Laut Berichten von Menschen, die im Ausland wandern gehen, wird man, egal wie weit man von der Zivilisation entfernt ist, irgendwann ein deutsches, perfekt ausgerüstetes Paar treffen, das entspannt ein bisschen wandern geht. Deutsche lieben außerdem das Fahrradfahren. Ganz vorne dabei Münster, die irgendwie einen unfassbar großen Fetisch für dieses Hobby entwickelt haben. Münster, diese lebendige Stadt ist ein Paradies für Radfahrer. Sie liegt im Herzen von Deutschland. Unter all den Fahrradfahrern gibt es auch die sogenannten Rentner-Kampfradler. Das ist ein Schutzstreifen, der wird nicht überfahren! Warnweste und Helm, Handyhalterung vorne am Rad, manchmal sogar einen Rückspiegel und jeden anschreiend, der auch nur im Weg auf der Fahrradspur steht. Es ist...
Was soll ich sagen? Es ist so. Es ist so. Man sieht sie jeden Tag. Jeden fucking Tag. Es ist so. Dann verpiss dich in dein Internet! Diese engstirnigen Fahrradfahrer hassen nicht nur Autos, sondern auch sich selber. Ich mag den Ed Sheeran-Song auch nicht. Völlig angemessene neutrale Reaktion. Anstatt Platz zu machen, wird auf das eigene Recht beharrt, auch wenn man sich dabei selber verletzen muss. Weiter Fahrer! Legenden zu folgen ist der Fahrradweg in Deutschland nur rot, weil er aus dem Blut der Opfer von Kampf... Das ist ein geiles Bild, ist das nur rot, weil er aus dem... Das ist ja einfach nur geil. Mit der Sniper vorne in diesem komischen... Das ist so geil. Das trifft es einfach so gut, ey. Blut der Opfer von Kampfradlern besteht, denn diese kennen wirklich kein Erbarmen. In Mannheim haben sich einmal zwei Typen gegenseitig 45 Minuten lang blockiert, weil keiner nachgeben wollte, bis die Polizei kam und das Ganze klären musste. Es gibt noch eine Stufe über den Kampfradlern, und zwar Polizisten auf Fahrrädern. Und mit denen solltet ihr euch lieber nicht anlegen. Das ist quasi der Dark Souls Endboss jeder deutschen Großstadt. Jochen und Sabine. Hat also Fahrradcops unbedingt vermeiden. Das sind die Cops und da fällt mir ohne Licht. Boah, jetzt kommt Blinker, Alter. Junge. Boah, yeah. In Deutschland gilt der Sonntag als gesetzlicher Ruhetag. Wir sind einer der wenigen Länder auf dieser Welt, an dem sonntags die Läden geschlossen haben müssen. Today is Sunday and we have to be quiet because, you know, Germany. Dieser Tag ist seit Anbeginn der Zeit zum Ausruhen und zum Vorbereiten auf die kommende 80-Stunden-Woche gedacht. Solltet ihr auch nur einen Mucks von euch geben, schlag ich euch den Kopf ab. Wir Deutschen nehmen diesen Tag sehr, sehr ernst. Sunday Vibes in Germany. Sonntag ist Ruhetag. Was für ein schöner Start in den Tag. Da darf man ja gespannt sein, was heute noch so passiert. Heute geht's einmal um die gesamte Welt. 3 Stunden Schlaf. Das ist einfach zu wenig. Leere Straßen, als wären wir in einer erneuten Covid-19-Pandemie-Hochphase. Denn heute hat man Zeit zum Ausschlafen und um über sein Leben nachzudenken. Verbring die Zeit mit deinen Eltern beim Kaffee und Kuchen. Oder reg dich darüber auf, dass diese verfickte, superlaute Kirchenglocke die ganze Zeit läutet. Und wenn du auf die Idee kommst, um 8 Uhr morgens den Rasen zu mähen oder den Laubbläser zu benutzen, dann zünden wir dein Auto an. Wissen Sie, was ich nicht ausstehen kann? In der Früh von solch einem infernalischen Lärm geweckt zu werden. Es gibt ein Gesetz, dass man in der Wuppertaler Schwebebahn keine Elefanten mitnehmen darf. Bitte nicht hinterfragen, woher das kommt. Es ist laut einem Gesetz verboten, eine Atombombe oder andere Nuklearwaffen zu zünden, und Gott sei Dank gibt es dagegen ein Gesetz. Ich hätte fast meine Bombe auf Münster geworfen, diese Dreckstadt. Ohne Erlaubnis darf man nicht im Abwasserkanal schwimmen, das ist ja wirklich ja. Das wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt. Aber schade. Und natürlich das Reinheitsgebot. Reinheitsgebot schreibt vor: Wasser, Hefe, Malz und Hopfen, 4 Sachen. Und bei 2 Sachen fällt den Berlinern nichts anderes ein, als uns bayerisches Bier zu versauen. So geht das nicht. Saufreisen rein, wohl, die könnten alles machen mit uns. Und nicht so ein Chinesenzeug. Bier muss nach bestimmten Kriterien und Zutaten hergestellt werden. Andererseits darf es nicht Bier genannt werden, was nochmal zeigt, wie unfassbar ernst die diese ganze Sache mit dem Saufen nehmen. Ich hätte gern alle 5 Minuten ein Kölsch. Alle 5 Minuten ein Kölsch, muss ich jetzt genau gucken. Bis ich sage, schneller. In Deutschland darf man bereits ab 16 Jahren trinken, sogar schon mit 14, wenn die Eltern dabei sind. Also jede Dorffamilie quasi. Und in Bayern kriegst du schon über die Muttermilchflasche dein erstes Paulaner Bier untergejubelt.
Okay, wir machen eine Umfrage, Chat. Wann habt ihr euer erstes Bier getrunken? Ich weiß es bei mir ziemlich genau. Ich war 16 tatsächlich. Oder 15. 15 muss es gewesen sein. Klassenfahrt mit 15. 16, 14, 12, 10? Aber ich meine jetzt nicht so mal probiert, Mama hält mal das Glas hin, nimm mal einen Schluck, sondern schon ein richtiges Bier getrunken. 12, 14, 15, 12, 14, 11 bis 12, was erstaunlich viele junge Leute. 14, 28, okay, das ist crazy, 25. Aber erstaunlich viele 12. 6, 8, 16, 13. Krass. Da waren erstaunlich viele 12, 11 dabei. Crazy, Leute. Mit einem spitzen Steuersatz von... Aber auch ganz geil. 45% zahlen wir auf der ganzen Welt fast am meisten Steuern, was daran liegt, dass wir für jeden zweiten Kram irgendwelche Abgaben leisten müssen. Sogar einfach nur dafür, dass wir einen Wunsch besitzen. Oh, nicht schon wieder. Ich weiß nicht, wie ich das Geld auftreiben soll. Bitte senkt die Steuern, Euer Lordschaft. Ich muss meine Kinder einkleiden. In Deutschland gehst du nicht auf die Knie und machst einen liebevollen Heiratsantrag, sondern fragst du deinen Partner beim Frühstück. Willst du mein steuerlicher Vorteil sein? Sommer, spinnst du? Versuch nicht, dich vor den Steuern zu drücken. Das deutsche Finanzamt wird dich finden. Und wenn das wie eine Drohung klingt, dann ist es wahrscheinlich noch zu sachte ausgedrückt. Angeblich gibt es Leute, die gerne Steuern zahlen und angeblich gibt es Leute, die denken, dass damit ausschließlich sinnvolle Sachen getan werden. Jedoch ist die Frage, und wo landen unsere Steuergelder? Der erste Stopp auf einer Straße, die sehr, sehr lang und tief geht. Und je weiter du diese runtergehst, desto dunkler wird der Himmel und alles wird Stranger Things-artiger und verbitterter. Also am besten einfach bezahlen und wütend auf den Tisch schauen. Wir wussten gar nicht, was wir mit dem ganzen Geld machen sollen. Wir haben's vergraben. Zerrissen. Und verbrannt. Deutsches Monopoly wäre nicht jede zweite Straße zu kaufen, sondern erstmal vorbeikommen am Einkommensteuer, Zusatzsteuer, Lizenzgebühren und Bearbeitungsgebührenfeld, um dann am Ende deine ganzen Gewinne abgeben zu müssen. Where's all your money gone, Daddy? Taxes. In Deutschland kriegt man ein Jahr Haft, wenn man die ganze Nachbarschaft angezündet hat und alle Menschen darin mit Familien und Kindern qualvoll schreiend verbrannt sind. Aber wenn du mal vergisst, deine Steuererklärung einzureichen oder mal einen kleinen Betrag hinterzogen hast, darfst du dein Leben lang mit den anderen Schwerverbrechern sitzen. Und im Anschluss an die Frage, bin ich verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, stellt sich natürlich irgendwo auch die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich das nicht mache? Die offizielle elektronische Software für die Erfassung von Steuererklärungen wurde nach einem Vogel benannt. Oh, warte mal, die Musik kenne ich. Warte, ist das Zelda? Elektronische Software für die Erfassung von Steuererklärungen. Wo erkenne ich die Musik? Ocarina of Time, ne? Wurde nach einem Vogel benannt, dem man nachsagt, dass er alles klaut. Und ich denke, damit ist alles gesagt. Deutsche Digitalisierung ist, wenn ein Schwerverletzter in Bayern, nachdem er einen Unfall mit dem Auto baute, mitten in der Nacht 150 Meter in eine Richtung kriechen musste, um Netz zu bekommen, um den Notarzt zu rufen. Wir hören dich nicht. We cannot hear you. We cannot hear you. You have to unmute you. Unmute you. In unseren Ämtern werden noch Faxgeräte benutzt, weil man das ja schon immer so gemacht hat. Die Zukunft. Dinge runterladen, ausdrucken, unterschreiben, einscannen, hochladen, verschicken und immer wieder von vorn. Jeder einzelne BAföG-Antrag wird hier gedruckt und dann bearbeitet. Da habe ich mich ja neulich auch bei Twitter drüber aufgeregt. Ich wollte ein Konto eröffnen für meinen Sohn, fürs Taschengeld. Und ich kann das erst eröffnen, wenn die das Original oder ein beglaubigtes Original von seiner Geburtsurkunde haben.
What the fuck? Damit ich ihm 2 Euro in der Woche auf ein Konto überweisen kann. Egal. Dann macht wirklich vieles einen Sinn. Dorothy Bärs Büro ist im Kanzleramt. Ich habe mein Smartphone und 2 Tablets. Also Sie sehen ja auch, dass ich gar keinen Computer hier stehen habe. Ich habe den auch sofort abbauen lassen, auch schon im alten Haus, aber auch in meinem Bundestagsbüro keinen. Also bei mir ist nicht Mobile First, sondern Mobile Only. Der angegebene Name deines Hundes hatte einen Rechtschreibfehler. Um sicherzugehen, dass Sie das wirklich sind, kommen Sie bitte in 5 Monaten nochmal her. Und jetzt gehen Sie sich ficken. Und wenn du dafür zum örtlichen Bezirksamt gehen musst, dann nimm lieber ein Zelt mit, denn hier wirst du sehr viel Zeit verbringen müssen. Hier bitte, alle Belege, handschriftlich, in Sütterlin mit Familienwappen. Danke. Vielen Dank. Um Deutschland in der Ländervergleichsstatistik für die durchschnittliche Internetgeschwindigkeit für meine Videorecherche zu finden, musste ich die Statistik ausklappen und runterscrollen. We're having some technical issues. Can we just... Can you hear me now? Yes, we can hear you. Okay, also guten Tag. Vielleicht schaffen wir es ja in den nächsten 12 Jahren, überall die Kartenzahlung einzuführen und dass unsere Briefe nicht mehr per Brieftaube von unseren Ämtern gesendet werden. In diesem Land braucht man außerdem eine Lizenz oder Genehmigung für fast alles, was man machen möchte. Du möchtest eine Drohne fliegen, du brauchst natürlich eine Lizenz. Du willst eine Blume irgendwo pflanzen, du brauchst eine Baugenehmigung. Du hast Angeln als Hobby? Viel Spaß, die nächsten 3 Jahre damit zu verbringen, jede Fischart auswendig zu lernen, um deinen Angelschein zu erwerben. Gut, ja, mein Name von der Polizei Freiburg, Gewerbe Umwelt. Ich hätte gerne Ihre Fischereipapiere. Es drohen 3 Jahre Gefängnis oder Geldbuße. Tut mir leid, lieber Weihnachtsmann. Um Geschenke in Deutschland zu verteilen, musst du erstmal ein Kleingewerbe anmelden und eine Lizenz erwerben. Sonst ist das hier leider nicht rechtskräftig. Wisst ihr, damals vor vielen Jahren waren die Schulen von Finnland echt scheiße. Das hat der finnischen Regierung gar nicht gefallen. Und so haben sie ihr System geändert und Jahre später waren die Schüler die Nummer 1 auf der ganzen Welt. Die zufriedensten Menschen der Welt leben nach wie vor in Finnland. Das deutsche Schulsystem hingegen lässt sich mit diesem Video am besten repräsentieren. Bei der Statistik für das Nutzen von neueren Technologien in Schulen sind wir nicht die Letzten und das ist für unsere Verhältnisse schon mal ein Grund zum Feiern. Bei der PISA-Studie liegen wir außerdem über Frankreich und das ist alles, was zählt. Der eine vergammelte Overhead-Projektor, der in jeder Schule steht, weil wir Deutschen es als die einzigen nicht schaffen, endlich mal auf die nächste Technologiestufe zu upgraden. We stopped using these in the UK in 2000. We stopped using these in Canada. Ist das tatsächlich noch so? Also bei meinen Kids in den Schulen haben die mittlerweile alle Smartboards. Aber ich weiß nicht, ob das flächendeckend ist. Es gibt bestimmt noch alte Schulen, wo das nicht so ist. Aber ich glaube, das ist mittlerweile schon besser geworden, oder? Gibt es wirklich noch diesen Medienwagen? Also ich weiß wirklich nicht. Ich weiß nicht, inwiefern es flächendeckend ist oder bundeslandabhängig oder ob das nur in manchen Schulen ist oder so. Aber ich war eigentlich eher positiv überrascht, dass das mittlerweile auch schon in den Grundschulen teilweise Smartboards waren. Also keine Ahnung. Aber ich kenne das natürlich noch. Projektor und VHS-Medienwagen und die vergilbten Erdkundekarten vom Kartenraum und so Geschichten. 1998. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, lern irgendwelche Dinge einfach auswendig, um sie nach dem Test alle wieder zu vergessen und das 12 Jahre lang. Du wirst perfekt auf das Leben vorbereitet sein. Kommst du
ins Bett, Hase. Ja, Schätzchen. Die Dinge, die wir lernen, müssen wir nicht wirklich verstehen. Sie müssen nur um 3 Uhr nachts wie aus der Pistole geschossen kommen, falls man uns mal wecken sollte. Das aber auch nur so lange, bis der nächste Test geschrieben wurde. Methoden aus dem Mittelalter, Problemlösungen für Probleme, die nie jemand haben wird, und die deutsche Versessenheit auf Zeugnisse. Es ist völlig egal, ob du etwas kannst oder nicht. Hauptsache, jemand hat dir ein Blatt Papier unterzeichnet oder abgestempelt, welches darstellt, wie wertvoll du in unserer Arbeitswelt bist. Ein 12-Jähriger aus Düsseldorf hat tagelang im Wald gelebt, weil er Angst davor hatte, seinen Eltern von einer schlechten Note zu berichten. Und ich denke, damit ist alles zum Thema Leistungsgesellschaft gesagt. Deutsche Küche. Wir sind nach Tschechien das größte Biertrinkerland in ganz Europa, was vielleicht auch daran liegt, dass Deutsche immer einen Vorwand finden, um zu saufen. Bin ich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht auf Platz 1 sind. Dass die Tschechen uns echt unter den Tisch trinken, das habe ich jetzt nicht gewusst. Wir sind ja wirklich, wir können ja gar nichts mehr. Das ist ja richtig tragisch. Verlieren wir sogar im Bier trinken? Do not try to outdrink Germans. You will die of alcohol poisoning. Es ist 16 Uhr. Saufen. Ich habe ein gelbes Auto gesehen. Saufen. Meteoritenhagel, der die Welt zerstört. Lecker Bierchen. Ivre vraiment vor la nuit dernière. Das ist ja schon wieder wie so ein Erstarmiger mir einen reingeorgelt. Ich bin ja ordentlich ein reingeorgelt, was? Vor la nuit dernière. Das ist ja schon wieder wie so ein Achtarmiger mir ein reingeorgelt. Wie so ein Achtarmiger ein reingeorgelt. Mit Gerhard. In Deutschland kann man dementsprechend nicht einfach nur Bier bestellen, sondern musst du nach Bundesland Oh, das finde ich interessant. Eichbaum kenne ich nicht. Köstritzer. Hasseröder, Jever, Becks. Krass, Becks nur in Bremen? Ich dachte, Becks ist so, Becks ist überall irgendwie groß, dachte ich. Holsten, ja, okay. Ich habe auch keine Ahnung von Bier tatsächlich. Binding hat mir zum Beispiel nie geschmeckt. Naja. Maß, Zutaten, Industriebiere und der Schnürsenkelfarbe des Bürgermeisters der Stadt unterscheiden. Die Bezeichnung für welches alkoholische... Ach, das waren die Brauorte. Okay, nicht wo man sie trinkt. Getränk steckt im Wort Insekten. Bier. Sekt. Auf Festen und Events... Welches Wort? Welches alkoholische Getränk steckt im Wort Insekten? Bier. Getränk steckt im Wort Bürgermeisters der Stadt unterscheiden. Die Bezeichnung für welches alkoholische Getränk steckt im Wort Insekten? Bier. Sekt. Auf Festen und Events wird so viel Bier getrunken, dass man in Wacken schon eine ganze Bierpipeline bauen musste, um das ganze Zeug nicht immer schleppen zu müssen. Um zu verstehen, welche Produkte im Supermarkt gesund sind oder nicht, wurde der Nutri-Score eingeführt. Dieser ist absolut nutzlos und erfüllt keinen Zweck, außer einen zu verwirren, dieser Hurensohn. Im Zweifel kauf einfach eines der 800 verschiedenen Brotsorten. You can't just buy bread in Germany. Hier sind noch mehr Brötchen! Verdammt, der Ofen läuft heiß! German bread is the best in the world. Am Abend isst der Deutsche Brot. Brot, ja, eine gute Stulle. Brot. Das Brot. Brot ist halt auch einfach geil. Also denn da kann man dir sagen, was man will. Brot ist einfach ein Lebenselixier. Es ist so vielfältig, was man alles drauf machen kann. Wurst. Gibt es noch Pumpernickel, das Brot, was wir einfach nur mit Brötchen betiteln, jedenfalls die vernünftigen von uns. Und neben Sorten wie Roggenmischbrot oder Schwarzbrot, die beliebtesten zwei Sorten. Das da. Und nein, das daneben. Die nächste bitte. Oh, ich hätte gerne... Geist? Nee.
Toast ist übrigens kein Brot und wird somit nicht als solches toleriert. This is bread. Toast. We don't make sandwiches. Wie Schmierseebrot. 1520 Arten von Würsten. Zwiebelmettwurst. Ja. Baunelbullwurst. Alles, was Kohl im Namen hat, wird auch gerne und ja, oft gut, gegessen. Kohl und ein paar Süßigkeiten und Snacks, die es so nicht wirklich in anderen Ländern zu kaufen gibt. White Lacrits. Und das hier steht auch in jedem deutschen Haus. Goldsaft, ach du Scheiße. Das hat meine Mutter früher immer gegessen zum Frühstück. Goldsaft. Ist halt rum, aber keiner weiß so wirklich, was es ist. Maggi darf bei keiner deutschen Mahlzeit fehlen. Kartoffeln, Sauerkraut, andere leckere Gerichte und nein, wir lagern keine Zahnpasta in unserem Kühlschrank. Das ist Senf. I'm Brandon Collins and I'm a mustard expert. This smells like mustard. Wow, ich habe lange nicht mehr so ein deutsches Bild gesehen. Eine andere berühmte deutsche Spezialität ist der Hela-Curry-Gewürzketchup. Dieser kann mit verschiedenen anderen Gerichten konsumiert werden, wird aber primär zum Grillen benutzt. Ja, das Zeug wird auch in Eimern verkauft. Nein, ein Hela-Curry-Gewürzketchup-Brunnen ist keine gute Idee. Und ja, es gibt wirklich Leute in diesem Land, die gerne Mad Eagle. Das ist, by the way, rohes Fleisch essen. Besonders nach meiner Zuckerspritze brauche ich dann ein Def. Wie gut ab, oder Mutter Luke Skywalker. Ebola, was du hast das Solo. Heftiges Frühstück mit Brötchen. Ohne Brötchen. Oh, ist das schön. Matschi, matschi. Vibarachi. Palachi. Rittersport ist deutsche Schokolade, die aus Schokolade besteht und jede anderen Zutat, die man noch hinzufügen möchte. Und wenn ich sage jede andere Zutat, dann meine ich auch wirklich jede andere Zutat. Rittersport. Quadratisch, praktisch. Wir halten wegen einer Werbung von vor 100 Jahren so sehr an ein deutsches Frühstück mit Nutella fest, so sehr, dass wir gar nicht bemerken, dass die Hälfte von dieser Süßigkeit aus Zucker und Palmöl besteht. Ja, aber deshalb ist es auch so geil. P-L-L-E. What's the word? Im Frühling beginnt außerdem die Spargelzeit in Deutschland. Es ist die Blütezeit der deutschen Küche. Doch meistens ist es einfach nur, was die Deutschen eh schon kochen und daneben liegt ein bisschen Spargel und auf einmal ist es Spargel-Omelett, Spargelsalat, Spargelsuppe und so weiter. I spend my money on Spargel and Ferraris. Dann gibt es noch die deutsche Grillsaison. Die beginnt, sobald die Temperatur mehr als 0 Grad erreicht und endet, sobald die erste Schneeflocke auf das Steak fällt. Also quasi 365 Tage im Jahr. Ja, bin auch kein Mega-Spargel-Fan, muss ich sagen. Also, es ist okay, aber ist jetzt nicht. Ja, auch nicht mein Favorite-Ding. Es hat irgendeine komische Konsistenz irgendwie so. Saison hat begonnen. Es war überall zu sehen auf allen Balkonen. Jede deutsche Küche besitzt eines von diesen Ikea- oder Coca-Cola-Gläsern und diese Schüssel habt ihr wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gesehen. Sobald man 4 Jahre in Deutschland gelebt hat, materialisiert sich diese Schüssel einfach in einem deiner Schränke. Das ist halt wirklich so. Wir haben die auch, meine Mutter hat die auch. Ich weiß nicht, wo sie herkommt, diese verdammte Schüssel. Was ist das? Diese komische Salatschüssel. Keiner, den ich kenne, kauft die. Und trotzdem ist sie da. Das gibt's nicht. Und ab dann bist du ein echter Deutscher. Falls mal Sachen nicht so geschmeckt haben und Reste übrig bleiben, ist wieder schlechtes Wetter. Kommt das Essen nicht in den Müll, sondern in einer der 50 ausgewählten Tonnen, die für das Essen bestimmt ist. Eine Stunde des Tages verbringe ich jetzt mit dem Sortieren. Und das ist Plastik, das muss ich hier reinschmeißen.
Wir nehmen als einer der wenigen Länder das Thema Mülltrennung und Recyceln sehr ernst. Deine Nachbarn werden dich auf ewig verurteilen, wenn du dabei einmal was falsch gemacht haben solltest. Und mit dem Trennsystem für Glasflaschen möchte ich gar nicht erst anfangen. Leute aus dem Ausland sind auch sehr überrascht, dass wir dafür bezahlt werden, Pfandflaschen zu recyceln. Vielleicht sollten wir einfach den Mythos aufrechterhalten und weiterhin so tun, als würden wir nicht vorher das Geld extra bezahlen, um das dann später wieder zurückzubekommen. Naja, ich kann mich eigentlich auch morgen... Das ist Vincent Pfäffling, oder? ...damit beschäftigen. Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Realität ist ein Zustand, hervorgerufen durch Mangel an Alkohol. Wir sind berühmt dafür, dass unser Land im Verlaufe der Zeit viele der heute als am intelligentesten bezeichneten Dichter und Denker hervorgebracht hat. Um es mit Goethes Worten zu sagen, Faust, der Tragödie erster Teil, Studierzimmerszene, Vers 1867. Die meisten davon waren zwar depressiv, aber das ist egal, weil sie haben gute Bücher geschrieben. Bücher, in denen es zum Beispiel um irgendeinen Depressiven geht, der sich eines Tages in einen Käfer verwandelt. Ich meine, er steht eines Tages auf und ist ein Käfer. Und seine größte Sorge ist, wie er so zur Arbeit kommt. Wie deutsch will ein Buch eigentlich noch sein? Are you an insane? Und zahlreiche andere Philosophen, die durch ihre Werke alle einen anderen Weg gefunden haben, um uns weiszumachen, dass unser Leben keinen Sinn hat, weil wir eh alle irgendwann sterben werden, oder dass unser Leben sehr viel Sinn hat, obwohl wir irgendwann sterben werden. Das Universum wurde nicht von Gott erschaffen, sondern von Chaos und Schmerz. Der Zoo ist eine Metapher. Das echte Gefängnis ist in deinem Kopf. Nur der Tod kann uns wirklich befreien. Und ganz viele andere Weltliteratur-Banger, die für Deutschlehrer jedoch alle egal sind, weil am Ende eh immer nur Goethes Faust gelesen wird. Außerdem bekannte Gemälde, wie zum Beispiel: Schatz, mach mal bitte ein cooles Foto von mir, während ich hier stehe. Daraus lassen sich übrigens ganz schön viele Parodien machen. Ich, wenn ich mit 3 Jahren die Palette mit den ganzen Farben entdecke. Ich, wie ich mir lustige Memes auf Reddit anschaue, mache ich dir in 3 Minuten mit Microsoft Paint. Okay, das sieht wirklich gut aus. Könnte ich locker. Oh, verdammt, mir sind die Eimer voller Farbe auf die Leinwand gefallen. Und zahlreiche andere, die gut als Albumcover herhalten würden. Was? Macht ihr? Wo wohnt ihr? Wie lebt ihr? Ich bin Lehrerin. Ich bin Abteilungsleiterin in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Dann habt ihr ja fast den gleichen Beruf. Deutschland ist außerdem bekannt für Märchengeschichten, die dafür gemacht wurden, dass Kindern zuhörend und fantasievoll langsam die Äuglein zufallen. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Es gab einmal einen Jungen, der seine Suppe nicht aufgegessen hat. Er ist verhungert und dann gestorben. Wow, herzlichen Dank für dein Vertrauen. Du ziehst einen weiter runter als eine deutsche Gute-Nacht-Geschichte. 2 Eltern gehen aus zum Essen. Ein Mädchen benutzt verbotenerweise das Feuerzeug im Wohnzimmer. Sie hat sich selbst angezündet, ist schreiend verbrannt und vor den Augen von 2 Katzen gestorben. Ja, das ist schon echt ein bisschen kurios, diese ganzen Grimm-Märchen und so weiter. Ich meine, es ist ja klar, dass die früher erzählt wurden als erzieherische Maßnahme, um die Kinder zu warnen vor irgendwelchen Dummheiten. Aber warum wurde uns das irgendwie in der Grundschule oder im Grundschulalter vorgelesen, so in der heutigen Zeit? Ich verstehe, dass das irgendwie im Mittelalter oder wann, was weiß ich wann, als so, aber heutzutage, ich bin auch mit denen groß geworden, ich kenne die alle irgendwie, das ist aber irgendwie, keine Ahnung, schon ein bisschen strange. Also so Strubbelpeter und Suppenkasper und so, das sind ja teilweise so unfassbar brutale Geschichten, also
Ja, hör auf, am Daumen zu lutschen, sonst wird er dir abgeschnitten. What the fuck? Das ist einfach so völlig crazy. Wenn deine Suppe nicht isst, verreckst du. Hat ja nicht geschadet, natürlich, klar. Wir sind die bessere Generation. Das steht fest, das ist außer Frage, ja. Insofern haben die alles richtig gemacht. Sweetie, remember the girl who played with matches burned alive. Bye. That's insanity. Ja, hier der Struffelpeter. Wer sich nicht pflegt, stirbt. Ein kleiner Junge war allein zu Hause. Plötzlich kam ein fremder Schneider ins Haus und zur Bestrafung, dass der Junge am Daumen genuckelt hat, schnitt er ihm mit einer Schere qualvoll beide Daumen ab. Gute Nacht und schlaf gut. Und schneidet die Daumen auf der Stelle ab, Dwight, als ob Papier Dwight, sie wären. Was zum Teufel liest du da vor? Die Kinder interessieren sich nicht für irgend so ein bescheuertes Buch, das deine kriegsverbrecherische Nazi-Oma dir mal gegeben hat. Das ist ein Nazi. Was ein Nazi ist? Die Nazis Lass waren es. Dann haben wir noch die Gebrüder Grimm-Märchen und mein Favorit ist die Geschichte vom Haus, das aus Lebkuchen besteht und den zwei Kindern, die eine Oma in den Ofen werfen, die dann auch einfach qualvoll verbrennt. Warum beschwerst du dich jetzt? Ich bin derjenige, der brutal vom Jäger aufgeschlitzt wird. Was für ein Jäger? Haha! Neben den Geschichten der Gebrüder Grimm gibt es natürlich auch moderne deutsche Märchen, wie die Geschichte von dem Jungen, der auf dem Pausenhof von einem Schneeball getroffen wurde, in dem ein Stein drin war. Hast du jemals... Alter, die Story, auch jedes Mal hört man das. Heute noch wird es den Kindern erzählt, keine Schneebälle, weil da könnte ein Stein drin sein. Es ist genauso wie, guck nicht zu viel Fernsehen, kriegst du viereckige Augen. So, oder wenn du barfuß läufst, kriegst du eine Lungenentzündung. Als von der Tragödie von dem gefährlichen Steinschneeball gehört? Oder der Junge, der aus seinem Stuhl gekippelt ist und sich beim Fallen alle 206 Knochen gebrochen hat. Bei den Musikern haben wir einmal Beethoven. Jeder hat ihm als Kind gesagt, dass er es niemals groß rausschafft und er kein großer Musiker. Vom Onanieren wirst du blind? Okay, das wurde mir nicht gesagt. Tatsächlich. Mir wurde gesagt, vom Onanieren kriegst du Hausarrest. Musiker werden wird. Aber hat er auf die Leute gehört? Nein, denn Beethoven war taub. Ich kann zwar nicht hören, aber ich schreibe einfach mal ein paar Noten auf ein Blatt. Mal gucken, was passiert. Und zahlreiche andere Künstler mit ähnlichen legendären Anekdoten, die viele der bedeutendsten Werke in der Musikgeschichte auf die Karte gebracht haben. Meine Oma hört den Hühnerstall-Motor, er hat den Motor. Er hat drei Chinesen mit dem Kontrabass. Kleine Wanze. Heute hören die Deutschen alles Mögliche, jedoch haben viele eine enorme Versessenheit auf Schlagermusik, was nicht gerade für unser Land spricht. Dass Deutschland die Musik nicht mehr so ganz ernst nimmt wie früher, sehen wir vor allem beim jährlichen Eurovision Song Contest, bei dem wir uns jedes Mal aufs Neue blamieren. Germany, you receive from the public votes. I'm sorry. 0 points. In einem Jahr hatten wir einen tanzenden Mittelfinger. Germany, 0 points. I'm sorry. Vielleicht sollten wir aufhören, die größten Dorftrottel dorthin zu schicken und endlich mal jemanden nehmen wie Paschanim oder eine Hologrammversion vom grünen Gummibär. Ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Gummi. The winner of the Eurovision Song Contest is Germany! Und so gibt es am Ende dieser Liste natürlich auch eine Vielzahl an kulturellen Dingen, die kein Land von uns abhaben möchte. Deutschland wird oft dafür kritisiert, eine Nichtsgönnerkultur zu haben. Wenn du mit etwas scheiterst, dann hast du halt lieblos gesagt Pech gehabt oder warst selber schuld. Was ist das für ein Mensch, der mit 27 schon im Krankenhaus atmet? Yo! Das bedeutet ja, dass er nach dem Abi direkt Medizin studiert hat und durchgezogen hat. Was für ein Arschloch. Wir haben... Da ist er, der Boy! Da ist der Boy im 2-Millionen-Video! Leute, da ist er.
24 Jahre mache ich diesen Job. Endlich Fame. Das ist der Scheiß-Durchbruch, Leute. Wir gucken es uns nochmal an. Das ist der Scheiß-Durchbruch. Wir gucken es uns groß an hier. War schuld. Was ist das für ein Mensch, der mit 27 schon im Krankenhaus Arzt ist? Das bedeutet ja, dass er nach dem Abi direkt Medizin studiert hat und durchgezogen hat. Was für ein Arschloch. Wir haben... Wow! Und dann auch noch mit einer soliden Punchline. Jules, Alter! Jules! Wow! Das kann nicht mehr getoppt werden, Leute. Das kann nicht mehr getoppt werden. Absolut sensationell. Das schicke ich meiner Mutter. Das gesamte Video. Ich sag ihr nicht, wann ich komme. Also, bitte zitiert das nicht. Jesus. Ich wollte nur sagen, sie guckt. Sie muss das gesamte Video gucken. Jesus Christ. Ah. Oh Gott. Okay. Da ist er. 1,5 Stunden musste ich warten, bis ich hier komme. Also, bis ich in dem Video vorkomme. Jesus. Wir gehen rein, Leute. Wir gehen rein. War schuld. Was ist das für ein Mensch, der mit 27 schon im Krankenhaus Arzt ist? Das bedeutet ja, dass er nach dem Abi direkt Medizin studiert hat und durchgezogen hat. Was für ein Arschloch. Wir haben eine sehr starke Abneigung für alles, was neu ist. Dass man mehr Lebenserfahrung hat, widerlegt jeden neuen und modernen Ansatz. Auch noch frech werden, oder was? Du kriegst gleich einen auf die Fresse, du Penner. Mit überdurchschnittlichen Arbeitsstunden wird schnell angegeben und deutsche brüsten sich damit, sich tot zu arbeiten, obwohl das alles keine Eigenschaften sein sollten, die beneidenswert sind. Alles wird teurer, alles komplizierter, immer weniger funktioniert problemlos. Die Wirtschaft schrumpft, Strom ist knapp, Brücken bröckeln. Wir haben zu wenig Lehrer, Brücken bröckeln. Ärzte, Pfleger, dafür zu viel Bürokratie, Verwaltung, Hindernisse. Eine von außen stark wahrgenommene soziale Kälte vieler Deutscher gegenüber anderen, was auch damit zusammenhängt, dass wir ins nichts führenden Smalltalk über alles hassen. Germany ranked as one of the worst countries in the world for making friends. Überladene und gleichzeitig kaputt gesparte Bürokratie, unkritischer Umgang mit Alkohol in wirklich jedem Bundesland. New York Times schreibt, vergiss alles, was du über die deutsche Effizienz gehört hast. Und selbst die Katarer machen sich lustig über das undichte Stadion in Dortmund. Selbsthass und Schlechtreden des eigenen Landes, also eigentlich genau das, was ich gerade hier mache. Finanzen steht es schlecht, doch für Projekte in der ganzen Welt ist Geld da. Und dann will Deutschland auch noch das Klima retten, notfalls im Alleingang. Wer kann das noch verstehen? In Deutschland ist, wenn ein Rentner das erste Mal in 10 Jahren ein Verkehrsschild putzt, damit Leute es besser erkennen können, aber das lokale Bezirksamt es sofort untersagt, weil es nicht regelkonform sei. Wir sehen es vom Bezirksamt nicht so gerne, wenn Bürgerinnen und Bürger selber Verkehrsschilder reinigen. Sie können sich in Gefahr begeben dabei, wenn sie von der Leiter fallen oder es kann zu vielleicht Verkehrsunfällen kommen. In Deutschland ist, wenn sich für den... Aber da muss man sich auch mal fragen, natürlich das Statement super dumm, aber da gab es ja offensichtlich eine Redaktion, die sich gedacht hat, wir schicken einen Reporter dahin und fragen einen Experten, was er davon hält, wenn Bürger die Schilder putzen. Ach, das war extra 3. Okay, scheiße. Okay, dann war das natürlich... Okay, ich wusste nicht, dass das extra 3 ist. Okay. Ich dachte, das ist wirklich... ein ernsthafter Beitrag. Dann, wenn es Satire ist, dann ist ja nochmal was anderes, dann soll das ja lustig sein. Aber ich dachte, es wäre auf der anderen Seite, es hätte mich 0,0 überrascht, wenn das eine ernsthafte Aktion gewesen wäre.
den mitfinanzierten Fahrradweg in Bangladesch ein Bein rausgerissen wird, aber die Gelder für den Ausbau deutscher Schulen schon wieder nicht da sind. Man es jeden Tag sehen muss, ne? Das ist alte Zeug, das ist auch nicht schön. Deutschland ist, wenn so viele Unternehmen und Firmen wie noch... Ja, Extra 3 ist alles echt, aber Extra 3 hat trotzdem einen satirischen Ansatz. Das werden wir, da werden wir uns ja wohl drauf einigen. Nie das Land verlassen, weil der Staat und die Bürokratie ihnen zu viele Steine in den Weg legt. This country is broken. It's disorganized. It's completely broken. It doesn't work. Deutschland ist, wenn ich jetzt irgendeine beliebige Rede eines inkompetenten deutschen Politikers einblenden könnte und jeder von euch danach seufzend wüsste, was ich damit aussagen möchte. Vor allem die Beliebtheitswerte des Kanzlers sind so niedrig wie noch nie seit der Erhebung des ARD-Deutschland-Trends. Deutschland ist, wenn korrupte Politiker von bezahlbarem Wohnraum sprechen, während die Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen immer länger werden und die Preise mittlerweile absurde Ausmaße annehmen. Die Wohnungsnot wird zu einem der größten sozialen Probleme dieses Landes. Du findest keine Wohnung, du findest einfach keine Wohnung. Deutschland ist, wenn du deine Tochter am Abend zu einer Geburtstagsfeier verabschiedest und du morgens um 5 von für immer lebensverändernden Polizeisirenen geweckt wirst. Ist das ein Platz, wo ihr einfach mal hingeht, um einen Kaffee zu trinken? Das stelle ich mir unter einem Bahnhof vor in meiner Duseligkeit. Deutschland ist, wenn ich diese Liste endlos fortführen könnte. Half the trains are cancelled, the other half's delayed. The escalators are broken. What happened to your country? It didn't used to be that way. I'm embarrassed to be German. Böse Stimmen behaupten, dieses Land habe über die Jahre immer mehr von seiner traditionellen und geschätzten Art verloren, die früher von anderen Ländern als äußerst positiv wahrgenommen wurde. I'm from Germany! Germany! Und wann wäre ein besserer Zeitpunkt gekommen als jetzt, um euch von dem Frosch im Wasser zu erzählen? Er saß da ganz friedlich und unbeschwert in einem Bottich mit kaltem Wasser. Auf einmal gab jemand kochendes Wasser hinzu und der Frosch sprang vor Schreck sofort heraus. Doch als man das Wasser ganz langsam erhitzte, saß der Frosch im Wasser und wartete bis das Wasser 100 Grad erreichte, bis er langsam, aber sicher starb. Okay. Fußball 2000. Ja, Fußball 2000. Grüße, Basti. Ja, das hat ja am Ende nochmal einen ziemlich sadgen Ton hingenommen. Weiß ich nicht, ob ich da jeder Aussage dann so am Ende zustimmen würde. So, das war vielleicht ein bisschen populistisch dann am Ende. Aber insgesamt muss ich sagen, über die meiste Zeit war ich sehr gut unterhalten von diesem Video. Und finde, da wurden natürlich sämtliche Klischees über uns Deutsche nochmal ganz gut zusammengefasst. Es ist natürlich trotzdem kompletter Wahnsinn, was das an Aufwand war. Ich würde gerne mal so, ich weiß nicht, ob er das mit Premiere oder was auch, welchem Schnittprogramm gemacht hätte. Ich würde gerne mal sehen, wie das im Schnittprogramm aussieht. Das muss ja absolut crazy sein. Ja. Also, es ist mir... Dann, natürlich ist es lustig und alles und so, aber es ist in seiner Tonalität, kann er das schon ein bisschen runterziehen. Es ist mir schon in der Tonalität so ein bisschen zu pessimistisch. Natürlich, ich läste auch immer über Deutschland und über alles, was nicht läuft und alles, was nicht funktioniert. Aber das ist natürlich auch immer so einfach, sich in so eine Negativität zu begeben, indem man immer genau das betont, was scheiße ist. Weil, geh mal in andere Länder und da ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Also da gibt es ja dann auch 10.000 Sachen, die scheiße laufen und die kacke sind und die nicht funktionieren und weiß ich nicht. Das kann wahrscheinlich jeder Bürger von jedem Land irgendwie machen. Deshalb am Ende des Tages, es macht immer Spaß abzulästern, auch so ein bisschen über die eigenen Verfehlungen oder die Verfehlungen des Landes und so. Aber da waren auch viele Sachen drauf dabei, wo ich sage, ey, Brot und Wurst. Nothing wrong. ja, keine Ahnung. Aber weiß ich nicht.
Ich schimpfe auch oft über dieses Land, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Sachen, die mich am meisten an Deutschland stören, sind aber tatsächlich dann wirklich solche Sachen wie diese Mediengeschichten und Internet und ja, so klar, Bürokratie ist natürlich auch nervig, aber das hast du halt in anderen Ländern auch größtenteils mittlerweile so. Bei uns ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen krasser und verkrusteter und so alles, aber ja, also ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus in anderen Ländern, aber in den USA kenne ich mich ein bisschen aus und da weiß ich, dass du auch für jeden Scheiß ein Permit brauchst. Ja, egal. Wir müssen jetzt nicht hier jeden einzelnen Punkt interpretieren und analysieren. Insgesamt war das ein sehr unterhaltsames Video. Und ja, ich fand es jetzt aber auch, weil ich gehört habe irgendwie, dass es am Ende so ultra schlimm werden soll und rechtspopulistisch und so, also so krass fand ich es jetzt nicht. Natürlich ist das ein bisschen Quatsch und dann irgendwie da, dass Töchter nicht nach Hause kommen und so, aber ich hatte das auch das Gefühl, dass das auch bewusst überzeichnet war. Das ist natürlich schon so ein bisschen schwer dann so nach einem Video, wo alles so ein bisschen übertrieben ist. Also das ganze Video ist ja völlig übertrieben. Also man kann dann jetzt nicht, finde ich, dann plötzlich die letzten 5 Minuten rausnehmen und sagen, aber da stimmt's nicht oder so. Ich meine, du kannst das ganze Video, das sind 1,5 Stunden völlig übertriebene Craziness. Deshalb tue ich mich dann schwer, so einen Aspekt so rauszunehmen. Es war nur eher so, dass da dann am Ende waren so 2-3 Sachen dabei, wo man sagt, okay, da hat er vielleicht nicht wirklich einen Punkt. So, bei anderen Sachen hatte man das Gefühl, da hat er einen Punkt, so. Aber ja, auf jeden Fall ist das ein unfassbar aufwendiges Video gewesen und ich bin Teil von diesem Ding. Ich sehe das als ein Not mit dem Hut und den gebe ich gerne zurück. Was ist hier im Chat die Meinung? Es gibt inzwischen genug Leute, die sich ernsthaft auf TikTok und solchen Videos politisch informieren. Ja gut, aber was hat das jetzt? Also, gab früher auch schon Leute, die keine Zeitung gelesen haben, sich am Kiosk informiert haben. Also ungebildete, dumme Leute, politisch Uninteressierte, das ist ja nicht neu. Also das gab es ja schon immer. Und auch das muss die Demokratie halt abbilden. Das ist halt so, in der Demokratie wählen nicht nur Gebildete und Hochintellektuelle oder so. Und das ist auch gut so, dass die gesamte Bevölkerung abgebildet wird in einer Demokratie. Toplicker sagt hier, wichtiger, wie schafft es Deutschland auf Platz 1 des Bierkonsums? Ich finde, das ist endlich mal hier ein konstruktiver Ansatz von Toplicker, wo man sagt, okay, hier wurden konkrete Probleme aufgezeigt, nämlich, dass die Tschechen mehr saufen als wir. Was können wir dagegen tun? Und da gucke ich euch auch wirklich alle an jetzt hier, im Speziellen hier gerade im Chat. Was unternehmen, was gedenkt ihr zu tun? Ich meine, wir haben vorhin die Umfrage gemacht. Viele von euch haben mit 10 schon angefangen zu saufen. Ich finde, das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber reicht das? Reicht das? Ist das nicht vielleicht sogar schon zu spät? Das sind Fragen, mit denen wir uns hier wirklich mal beschäftigen sollten, die Jules hier aufgeworfen hat. Die, die wirklich interessant sind. Bier statt Smartboards, ja. Das sind endlich mal konkrete Vorschläge, mit denen man arbeiten kann, die kann man anbieten und damit kann man arbeiten. So, das ist endlich mal was, wo ich sage, okay, Leute, das ist konkrete Vorschläge, so. Na gut, Leute, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das hier, das ist das erste Mal, dass ich auf so ein langes Video reacted habe. Aber ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ich fühle mich geehrt, dass ich Teil in einem Jules-Video war. Und auch wenn man nicht mit jeder Aussage immer übereinstimmt oder sonst irgendwas, muss man trotzdem einfach mal respektieren, was der Typ für ein Wahnsinnsvideo da anderthalb Stunden gebastelt hat. Also jeder, der schon mal mit einem scheiß Schnittprogramm gearbeitet hat, der kann sich ungefähr vorstellen, was das für eine fucking Arbeit war. Hier im Chat wurde geschrieben 1500 Stunden. Und der Erfolg des Videos in 2 Tagen 2 Millionen. Gibt auch nicht so viele Content Creator in Deutschland, die solche Zahlen in so kurzer Zeit erreichen. Ja, irgendwie ganz cool, dass ich da drinne vorkam. Gib mal einen Link, damit man liken kann. Gib einfach Jules ein bei YouTube.